Da sind wir wieder und ihr auch. Wie schön. 19 Uhr. Es ist, glaube ich, die 7. Ausgabe der Hans-Jessen-Show, die keine Show ist, sondern der Versuch, mit euch ins Gespräch zu kommen. Wir danken sehr für die reichlichen Bewerbungen, die hier eintrudeln, sagt Thilo. Ich kriege das ja alles nicht zu sehen. Aber er sagt, das ist toll und wir müssen sogar nachdenken, ob wir nicht irgendwann, oder wir sollten nachdenken, ob wir nicht irgendwann eine zusätzliche Sendung neben dem regelmäßigen Dienstag machen. Mal gucken. Ihr könnt uns ja, also wir erwägen das ernsthaft, ob wir so Richtung Wochenende, also nicht Sonnabend, Sonntag, aber zum Ende dieser Woche vielleicht noch eine Sonderausgabe machen. Ihr könnt euch ja mal melden bei uns, wie ihr das fändet. Gibt ja Menschen, die sagen, oh, Dienstagabend kann ich immer nicht, da habe ich Schicht und würde so gerne live dabei sein. So, das war der Vorspruch, der gute Vorsatz und jetzt gehen wir direkt rein ins erste Gespräch. Hier ist Hans, wer ist auf der anderen Seite? Ja, hallo, hier ist der Markus. Markus, ich grüße dich. Hallo, erstes Feedback zu dem, was du gerade gesagt hast, gebt mir mehr davon. Ich freue mich immer, wenn auf YouTube ein Punkt erscheint, ich habe euch abonniert und ich sauge das auf wie ein Schwamm. Fände ich gut. Schön. Gut, das war sozusagen der freundliche Prolog. Das war nicht der Grund, weswegen du gesagt hast, ich will mal hier was sagen. Was ist denn dein Thema? Mein Thema, ich habe im Endeffekt zwei Themen. Mhm. Ein klitzekleines, einfach nur eine kurze Erzählung, was mir widerfahren ist. In Bezug auf Thilo auch. Ich habe die Bundespressekonferenz geschaut im März, April. So um den Dreh war das. Also man muss dazu sagen, ich bin Bankkaufmann. Ah. Und da ging es um das Thema Corona-Hilfen. Mhm. Und dann sagte der Sprecher des, ich weiß nicht mehr von welchem Ministerium, ich glaube Wirtschaftsministerium, dass jetzt die Corona-Hilfen beantragt werden können und dass das schon anlaufe und das wäre alles super. Und wir hatten aber auf der Bank noch keinerlei Informationen, wie man diese Corona-Hilfen beantragt, was die Kunden an Unterlagen einzureichen haben, welche Kriterien erfüllt sein müssen. Und er hat halt so getan, als würde das alles schon laufen. Mhm. Und dann habe ich Thilo eine Mail geschrieben, dass ich das gerade sehe und dass das so nicht zutreffend ist. Und dann stellte Thilo prompt die Frage, da war ich etwas baff. Ich habe nie mit einer Antwort gerechnet, beziehungsweise einer Reaktion und habe dann die Bundespressekonferenz weitergeschaut. Ja. Und in dem fragte Thilo dann eben diesen Sprecher, wie das denn sein könne, dass er eben die Rückmeldung hat, dass das noch gar nicht so weit ist. Und dann ist er so lapidar darüber weggegangen und meinte nur, ja, also die Informationen wären heute rausgegangen und er wäre mit Sicherheit falsch informiert. Was Fakt ist, dass die Informationen tatsächlich erst eine Woche später kamen. Das liegt nicht am Haus und auch nicht an dem Verband, der diese Informationen weiterleitet, sondern wenn die zu uns kommen, werden die in Echtzeit ins System eingestellt und ich hätte die also sehen müssen, wenn sie vorgelegen hätten. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, wie in diesem Format mit Wahrheit umgegangen wird, beziehungsweise wie diese Herrschaften mit bestimmten Themen umgehen. Und ja, also ich erinnere mich an die an diese BPK, weil ich da glaube ich, auch da war. Wir sind meistens ja beide da. Und Thilo sagte mir das hinterher. Er sagt, ja, da hat sich einer gemeldet. Das warst du. Ah, interessant. Mhm. Und hallo, Markus. Und ich erinnere mich auch an die Antwort, dass also dann die Sprecher, also jetzt sage ich mal so unter uns, weil du sagst Wahrheit und so, Lüge bedeutet ja immer, dass ich etwas wieder besseres Wissen Ja, die haben keine Ahnung. Das merkt man immer wieder. Das wollte ich gerade sagen. Es kann sogar sein, dass, unterstelle ich jetzt mal sozusagen positiv, dass die der Meinung sind, das, was sie da sagen, was von den Abteilungen ihrer jeweiligen Häuser ihnen als Sprechzettel, als Information mitgegeben wird,
das sei tatsächlich schon so. Ne? Und wenn dann so ein Sprecher da sitzt und hat einen Zettel da, wo ihm aus der entsprechenden Abteilung, das vermutlich wird es das Wirtschaftsministerium gewesen sein, weil die sind für diese Hilfen ja zuständig, wenn er sagt, ja, es ist jetzt alles raus und es ist jetzt, die ganzen Informationen sind bei den Geldinstituten da und die können da sofort mitarbeiten, dann ist er davon überzeugt, glaube ich sogar, oder sie, wenn es dann sie ist, dass das so ist. Und interessant ist eben deswegen wirklich, wenn dann von Menschen, wo es ankommen muss, bei dir, wenn dann die Information kommt, nee, das war gar nicht so. Und wenn wir, das halten wir dann ja wieder den Sprechern vor. Und das ist für die dann auch keine dolle Situation. Und dann kann man nur hoffen, dass die wiederum in ihren Häusern, wenn sie da Kommunikation haben, zu den Abteilungen sagen, Leute, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt mir nicht hier irgendwas geben, was dann gar nicht stimmt. Also sozusagen Feedback als ein Prozess, der eine seriöse und tatsachengetreue Information befördert. Das ist hilfreich, finde ich. Und das soll man immer wieder machen. Also danke dafür und gerne wieder. Ja, gerne. Das war nämlich dann auch Anlass, weshalb ich heute mit dir spreche. Mir ist das nämlich bei der zweiten oder letztwöchigen Bundespressekonferenz am Montag wieder aufgefallen. Da ging es um das Thema Homeoffice. Und ihr habt das ja dann, ihr stellt die ja auch immer online, schön mit dem mit der Überschrift versehen, Appell, Appell. Ne? Also es wurde mal wieder appelliert an die Arbeitgeber, sie möchten doch bitte das Homeoffice ermöglichen, so wie eine freiwillige Selbstverpflichtung bei den Nahrungsmitteln, da die Inhaltsstoffe anzugeben und so. Und freiwillig passiert dann nun mal einfach gar nichts. Das ist zumindest das, was mir bist wieder du im gespiegelt Homeoffice? Wird. Und bist du im Homeoffice? Nein, natürlich nicht. Wieso natürlich nicht? Na, weil das ist genau der Punkt, weshalb Tilo dann meinte, wir sollten uns mal unterhalten. Mhm. Ich ihm nämlich auch wieder während dieser Pressekonferenz geschrieben habe, dass mein Arbeitgeber sich strikt weigert, die Leute ins Homeoffice zu schicken. Mhm. Obwohl nun mal in unserem Gewerbe viele Abteilungen, wenn man denn wollte, ins Homeoffice geschickt werden könnten. Also du bist richtig, damit ich das, damit wir das verstehen, du bist bei einer, sagen wir mal, ganz stinknormalen Bank, arbeitest du als Bankkaufmann in, irgendwo in der Filiale oder in der Zentrale, hast du Kundenverkehr? In der Kundenberatung. Ich bin in der Kundenberatung, ja. Aha. Und das ginge auch, weil, na gut, bei Kundenberatung denke ich jetzt, wollen die nicht wirklich den Banker vor sich sitzen sehen? Das kann man so pauschal nicht sagen. Also es gibt solche und solche Kunden. Ne? Mhm. Das ist ja wie überall und immer. Es gibt natürlich Kunden, die Wert auf den persönlichen Kontakt legen, aber nicht während Corona. Das merken wir auch in unseren Kalendern. Und es gibt natürlich Kunden, die sagen, wenn ich was online machen kann, dann mache ich das online. Okay. Wir haben Verbundpartner im Haus. Also Banken arbeiten in der Regel mit einem Versicherungsanbieter zusammen oder mit einem Wertpapieranbieter und oder einem einer Bausparkasse. Mhm. Und die Berater, die für diese Unternehmen unterwegs sind, die haben zum Beispiel die Möglichkeit von Videoberatung. Ne? Also das war bei uns gang und gäbe in der Zeit des ersten Lockdowns und auch danach, weil die Kollegen dann nämlich mal festgestellt haben, wie angenehm das ist, dass man nicht mehr vom einen zum nächsten Kunden fahren muss und da eine halbe Stunde Arbeitszeit verliert, nur weil man unterwegs ist. Die haben dann ihre Termine so getaktet, dass sie das von zu Hause aus machen konnten, haben den Kunden einen Link zugeschickt, wo sie draufklicken sollten an ihrem Endgerät und dann wurde eine Videoleitung aufgebaut und die konnten die Beratung entsprechend online durchführen, Unterlagen zeigen. Und das könntest du im Prinzip, für das, was dein Aufgabengebiet ist, sagst du, das könnte ich auch. Ich könnte genauso. Außer im Wertpapiergeschäft, ja. Ja. Okay. Im Wertpapiergeschäft gibt es Regularien, die das erschweren. Mhm. Wenn ich solche Geschäfte telefonisch machen muss, dann müssen die aufgezeichnet werden und ich nehme an, dass auch das von zu Hause aus ginge,
Aber ganz generell geht es mir im Endeffekt darum, dass, also ich bin nun mal in der Tätigkeit mit Kundenverkehr, wo das gegebenenfalls noch schwerer möglich ist, aber wir haben ja auch noch viele, viele andere Abteilungen, Aber lass uns ruhig über Marketing, dich, lass uns ruhig Vertrieb. über dich reden. Also ich verstehe dich richtig, dass du gerne online arbeiten wollen würdest, aber dein Ja. Arbeitgeber sagt, mache ich nicht. Trotz Ja, Appell, richtig. gab es da eine inhaltliche Begründung, warum deine Bank das nicht machen will? Also, wenn ich richtig bin, hat der Betriebsrat das vorgetragen und das wurde einfach vom Tisch gewischt. Das findet bei uns nicht statt. Punkt. Ohne Diskussion, Ja, ohne. das ist wahrscheinlich technischer Aufwand und mit Kosten verbunden und generell ist Bankengeschäft Präsenzgeschäft. So Ja, ist ja. die allgemeine vorherrschende Meinung. Und ja, dann Ja, aber da ist ändert das sich doch eben auch so. was. Also ich meine, du hast das Ja, ja geschildert. das ist ja das Schlimme. Ja. Im Endeffekt, viele Kunden erwarten mittlerweile eine Omnikanalpräsenz, ne? Also die wollen sowohl in die Geschäftsstelle als auch im Online-Banking was machen, beziehungsweise eben eine Online-Beratung in Anspruch nehmen können. Und wenn wir das entsprechend umsetzen würden, dann könnte ich meinen Job von zu Hause aus machen. Ja, sag mal, Nicht. seid ihr eigentlich, du musst ja musst ja nicht sagen, welche Bank das ist, bei der du bist. Ist das eine kleinere Privatbank oder ist das eine größere Bank? Da gibt es ja, ist das eine Das Kette? ist, wir gehören einem großen Verband an, die ein, über die Geschichte, der geschichtliche Hintergrund ist in den Genossenschaften zu suchen. Irgendwie kommt bei mir im Kopf das Wort Reifeisen hoch. Vielleicht liege Ja, ich gar da. nicht so verkehrt. Okay, gut. Also jedenfalls keine kleine Bankenklitsche. Ich meine, die bewegen ja auch Millionen, aber sondern ein Milliarden. richtiger Milliarden, ja, ein richtiger Großbetrieb, wo man sagen könnte, also wenn hier Technologie angeschafft werden muss, um Homeoffice zu ermöglichen, das muss man dann nicht für ein oder zwei machen, sondern das sind dann Programme und Systeme, die von vielen Dutzend, wenn nicht gar Hunderten von Mitarbeitern genutzt werden könnten. Das entnehme ich dem. Ja, jetzt sieht es ja so aus, heute war ja wieder so eine Beratungsrunde, Ministerpräsidenten Das und ist noch Merkel. nicht raus, ne? Oder? Nee, aber es geht offenbar in die Richtung, also das sind so die Informationen, die wir haben, dass das, Niedersachsen hatte da einen Vorstoß gemacht, glaube ich, dass die sagen, wir wollen im Grunde das, was wir in der Bundespressekonferenz die letzten Tage auch schon mehrfach andiskutiert haben. Es gibt ja die Möglichkeit, dass das Arbeitsministerium auf dem Verordnungswege sagt, wir verfügen als Verordnung, dass überall da, wo Homeoffice möglich ist, die Unternehmen es machen müssen, es anbieten müssen. Und wenn die Unternehmen behaupten, nee, geht bei uns nicht, dann müssten die Unternehmen begründen, warum das nicht so ist. Also das wäre dann schon deutlich mehr als ein Appell. Und ich habe den Eindruck, dass es in diese Richtung geht. Das würdest du gut finden? Ganz generell ja. Ja, natürlich. Hat natürlich auch viele Effekte. Also ich finde einfach, und das ist das, was mich an der ganzen Geschichte so ärgert. Zum einen werden die Arbeitgeber, und es ist ja nicht nur mein Arbeitgeber, ich habe letztens im Radio einen Chef einer Firma gehört, der sagte so sinngemäß, ja, also es geht nicht um meine Kontrolle, sondern die Angestellten, die miteinander in einem Büro sitzen, die kontrollieren sich ja auch gegenseitig, ob der jetzt ständig Kaffee trinken geht und rauchen geht oder ob der tatsächlich was arbeitet. Oh je. Und ich sehe halt diese Kontrolle gefährdet, wenn jetzt jemand alleine zu Hause sitzt, den inneren Schweinehund zu überwinden, zu arbeiten. Was Und ist das ist das für ein Menschenbild? ja, Und das was ist genau ist, das ist also, der Punkt. Das regt mich so auf. ja. Das ist nämlich im Endeffekt auch das, was bei mir so unterschwellig davor herrscht, diese Haltung den Angestellten gegenüber. Das hatten wir, als das Zeitkonto eingeführt wurde und wir stechen sollten. Ja, stimmt. Da hatten wir die Diskussion auch schon, dass diese Grundhaltung ist,
Der Mitarbeiter will mich bescheißen. Der Mitarbeiter tut nicht das, was er soll, wenn ich die Kontrolle verliere. Und ja, wenn ich nicht mit der Peitsche hinter ihm stehe, dann ist das eine faule Sau, ne? Genau, wenn der zu Hause ist, dann macht er nichts mehr. Sehr motivierend. Das finde ich traurig. Ja, ja, das war ironisch gemeint mit dem sehr motivierend, schon klar. Nein, ich meine, wir verstehen uns. Ja, also nach dem, was ich gehört habe, gibt es auch die Erfahrung, auch aus der ersten Phase Lockdown mit Homeoffice. Ich habe nicht gehört, dass da sozusagen großflächig auf einmal die Faulheit ausgebrochen wäre. Markus, ich danke dir sehr für diesen Einblick und vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass du oder andere Kollegen nochmal mit eurem Betriebsrat redet. Wir haben ja dann vielleicht doch eine neue Lage, wenn tatsächlich jetzt es über den Appell hinausgeht, dass die dann einfach nochmal sagen, hier Geschäftsleitung, Leitung, neue Lage, wir wollen, dass diese Homeoffice-Variante ernsthaft verfolgt wird. Also vielleicht muss man da auch, wäre sehr schön. Vielleicht muss man da auch die eigenen Betriebsräte nochmal in den Arsch treten. Ich verstehe aber auch nicht, warum die Politik, also in anderen Ländern, ne, in Belgien zum Beispiel, da gibt es Bußgelder, wenn der Arbeitgeber das nicht tut. 48.000 Euro. Ja. Die Politik tut einfach zu wenig in ganz, ganz vielen Feldern, sei es bei den Flüchtlingen, sei es bei Klimawandel, sei es bei gesellschaftlichen Veränderungen, die anstehen. Die werden einfach ihrer Verantwortung nicht bewusst, nicht gerecht. Und das ist auch so ein Punkt, der mich ärgert. Vielleicht sprechen wir dabei bei anderer Gelegenheit. Ich finde das toll. Also ein Banker, der offenbar nicht nur die Dollarzeichen in den Augen hat, sondern der auch so den Begriff wie Verantwortung und so weiter kennt und ernst nimmt. Ja, es gibt noch Berater und nicht nur Verkäufer. Und ich zähle mich zu den Beratern und die haben nicht immer die Dollarzeichen im Auge. Was für ein schöner Satz. Markus, danke dir. Guten Abend. Ja, sehr gerne. Macht's gut und macht weiter so. Ja. Ja. Und du auch, Markus. Also, es ist toll. Find ich toll. Und also Banker und Bankberater sind ja nicht immer, haben nicht immer den allerbesten Ruf. Und manche gehen ja auch in den Job rein, weil sie das Dollarzeichen überall haben. Aber wenn es dann so Ausnahmen gibt, beziehungsweise Role Models, die auch zeigen, wie es eigentlich richtigerweise sein sollte, ich finde das sehr ermutigend. Ich finde das sehr gut und ich wünsche mir mehr Markküsse, wenn das der Plural ist. So, voilà. Wer ist jetzt in der Leitung? Hallo, hier ist Hans. Hi, ich bin Anja. Hi. Anja, ich grüße dich. Ich würde gerne über die Situation von den Obdachlosen und Drogenabhängigen mit dir reden. Ja. Ja, weil die ist sowieso nicht so besonders großig und in der Pandemie halt noch mal massiv verschärft. Mhm. Ja. Wo fange ich an? Das ist ein langes Thema, ja. Auf der einen Seite fallen für die halt so ziemlich alle Erwerbsquellen weg und die werden aus den Notschlafunterkünften immer noch morgens um 9 Uhr, also von Unterkunft zu Unterkunft unterschiedlich rausgeschmissen und stehen halt dann auf der Straße halt, wo sie immer stehen, aber die haben keine Möglichkeiten halt mehr Geld zu verdienen und also zu betteln, weil keiner mehr da ist. Also kann man niemanden fragen, ne? Oder ja, oder zu klauen oder was auch immer sie sonst machen und stehen halt da rum und sind halt im Endeffekt der Polizei auch schutzlos ausgeliefert, ne? Das heißt also, deine Beobachtung ist, und das ist ja in gewisser Weise auch logisch, dass man sagt, wenn die Innenstädte, wo Obdachlose sich meistens wohl auch aufhalten, wenn die Menschen leer sind, entleert sind, dann gibt es auch keine Möglichkeiten, wie du sagst, man kann nicht betteln, man kann nicht, also da sind die, die sowieso am ganz unteren Ende der gesellschaftlichen Skala sind, so gesehen werden, die sind dann nochmal in besonderer Weise betroffen. Und das ist deine Beobachtung. Ja, im Endeffekt. Und wie kommt dein
ich habe den Eindruck, sag mal, kann das sein, dass du dieses Thema auch manchmal in Chatforen oder so unter dem Namen Anja auf dem Forum schreibst? Ja. Ja? Ja. Bist du das? Ja, das bin ich. Okay. Guck an, so klein ist die Welt. War das also ich frage deswegen, weil ich erinnere mich, dass du das schon ziemlich häufig, diese Thematik sozusagen der Allerärmsten und der Allerschwächsten in der Gesellschaft, das bewegt dich. Gibt's da, wie kommt das? Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja, also ich habe auf der einen Seite, glaube ich, eine soziale Ader. Also ich habe schon Pflege gelernt und habe dann lange so in der Gegend rumgegondelt und mir die Welt auch von der anderen Seite angeguckt. Ne? Was heißt also, das? Ich habe in besetzten Häusern gewohnt und auch mal eine Zeit lang relativ viel Drogen konsumiert. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so, ich krieg das jetzt wieder gebacken. Und dann habe ich mich eben auch viel ehrenamtlich engagiert, eben bei dem bei der Organisation von diesem jährlichen Gedenktag für verstorbene DrogengebraucherInnen. Und dann hat mich meine Chefin damals dann gefragt, ob ich bei ihr arbeiten möchte in der Drogenberatung. Und dann habe ich dort gearbeitet, ja, bis zur Geburt meines Sohnes. Und naja. Wie alt ist, darf ich das fragen, wie alt ist dein Sohn jetzt? Klar kannst du, ja. Der ist 8, aber der hat frühkindlichen Autismus. Und deswegen ist es mit der Betreuung ein bisschen schwierig und er wird immer nur stundenweise betreut, weswegen ich halt nicht zurück konnte in den Beruf. Ja. Und dann habe ich mir halt gedacht, ne, man muss nicht warten, bis man bedingungsloses Grundeinkommen kriegt, um ehrenamtlich was zu machen. Mhm. Und bin halt in der Zeit, wo er betreut wurde, auf die Straße halt hingegangen zu den Leuten, um mit denen zu reden. Und wenn jemand, was weiß ich, sind halt da immer so Sachen, wenn jemand zum Beispiel keine Schuhe hat und die nur mit Klebeband noch zusammengehalten sind und der hat Schuhgröße 46 und die gibt's in den Kleiderkammern nicht, dann ihm halt mal ein paar Schuhe gekauft oder wenn es jemand wirklich dreckig ging, ihm ein bisschen Geld gegeben oder Leuten gesagt, wie man Pflegegeld beantragt und oder Leuten mein Handy gegeben, weil die haben auch ganz große Schwierigkeiten, so grundsätzliche Sachen zu machen. Mhm. Zum Beispiel, wenn die auf Entgiftungen wollen, da muss man jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit anrufen, um nicht von der Warteliste zu fallen. Ja? Mhm. Ich verstehe das, Anja. Also du bist im Grunde so eine Art Streetworkerin aus eigenem Antrieb, kann man das so sagen? Ja, sowas ungefähr, ja. Hier kommen Fragen, auch aus dem Chat, also aus dem Live-Chat, die wollen wissen, weil du sagtest, Obdachlose haben unter Corona-Bedingungen gar nicht mehr die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Wie verdienen, und manche schreiben das mit Anführungsstrichen, wie verdienen Obdachlose normalerweise Geld? Ja, das tut mir irgendwie ein bisschen weh, dass ich halt schlecht über die Menschen reden muss, die mir so am Herzen liegen. Aber viele gehen einfach klauen. Das ist nun mal so. Und verkaufen das und kaufen sich davon Zeug. Und viele dealen. Und ganz viele Frauen, also fast jede, prostituiert sich. Ja, und viele schnorren halt auch. Ne? Und gerade auch bei den Frauen, die sich prostituieren, da ist ein ganz, ganz großes Problem, weil es sind erstens weniger Leute halt überhaupt da und dann sind die Bordelle ja zu und diese wesentlich besser aussehenderen, jüngeren, sauberen Frauen kommen auf die Straße und machen den Frauen, die dastehen, halt Konkurrenz, weswegen die Junkie-Frauen sich halt noch billiger anbieten, auf Schutz verzichten und ja, mit denen irgendwo um die Ecke gehen für 5 Euro und also ist echt schlimm. Also ja, das ist auch, du beschreibst das jetzt so und hast einleitend gesagt, es tut mir leid, sozusagen schlecht über die Menschen reden zu müssen, die mir am Herzen liegen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, also der Gedanke ist ja auch zulässig zu sagen, okay, wenn Leute dran gehindert werden zu klauen, ist das eigentlich nicht schlecht, nicht? Na, eben, ja, natürlich. Also ich finde es auch nicht schön, dass die klauen gehen, ne? Aber es ist halt auch ein
ja, dieses ganze Verelenden auf der Straße ist halt auch ein Versagen der Drogenpolitik. Ja. Ne? Also da kommt man dann vielleicht von der richtigen Seite heran, dass man sagt, das, was wir, und ich finde zu Recht, kritisieren, klauen, ist eben Diebstahl. Man nimmt anderen ihr Eigentum natürlich weg. Natürlich, deswegen sage ich das ja äußerst ungern, dass das etliche machen. Ja. Ne? So, das heißt, man bräuchte eigentlich gerade in der Drogenpolitik oder auch gegenüber Obdachlosen, da sind wir dann wieder bei der Aufgabe staatlicher, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, als Fürsorge, die sagt, man muss Menschen auch diesen Menschen Existenzgrundlagen geben, dass sie zumindest das nicht machen müssen. Und das gilt ja für Formen von Prostitution, jedenfalls diese Art von Prostitution. Da würde, glaube ich, niemand von selbstbestimmter Sexualarbeit reden, sondern das ist der schiere Zwang. Ich weiß ohnehin, dass es die gibt, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ja, das ist so. Ja. Und es gab ja mal die Idee des Frankfurter Weges, aber der wurde irgendwie so nach und nach eingestampft. Was war der? War die Idee, die Menschen niedrigschwellig zu betreuen und die nicht durch Polizeidruck und Justizdruck und unbedingt abstinent zu bekommen, sondern eben so einen Sonderweg mit Tagesruhebetten, mit Druckräumen, mit viel Streetwork und so. Aber seit das Bahnhofsviertel eben ein beliebter Hipster-Szeneviertel geworden ist und dort viele neue Lokale hingekommen sind und neue Wohnungen und so, ist diese Art der niedrigschwelligen Drogenpolitik auch so langsam aber sicher in der Versenkung verschwunden. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass die Leute auf dem Weg zum Druckraum nicht angehalten werden und ihnen ihr Stoff nicht weggenommen wird, aber ja. Das ist die Frankfurter Situation, das habe ich jetzt richtig verstanden über dir. Hier kommen nochmal Reaktionen aus dem Chat. Erstens wird gesagt, es klauen nicht alle. Richtig? Habe ich auch nicht gesagt. Das hast weder du gesagt, noch ich. Wenn ich es gesagt habe, hätte ich mich falsch ausgedrückt. Hast du nicht. Okay. Und dann wird gefragt, Betteln in der Fußgängerzone. Also Betteln ist nicht klauen. Das ist was komplett anderes. Aber auch das kann dann ja in menschenentleerten Fußgängerzonen, die wir jetzt haben, ist das noch möglich oder fällt das auch weg? Ja, was ich gemeint habe, also auf allen Ebenen fällt es weg. Und auch die Betteln, die kriegen nichts mehr zusammen im Endeffekt. Und auch die Dealen haben eine sehr viel schwierigere Situation, weil eben die ganzen Passanten weg sind. Und die fallen dadurch halt extrem auf. Ne? Also ja. Das ist für die in jeder Hinsicht schwieriger geworden. Ja. Wie sieht es aus, da du die Verhältnisse ja offenbar ganz gut kennst, wie sieht es aus bei Obdachlosen, bei Drogenabhängigen mit Masken? Bekommen die von irgendwoher mindestens diese OP-Masken? Außer von mir, meinst du? Naja, das hatte ich ja damals im Chat geschrieben. So. Ja. Das war ja auch meine große Befürchtung, also damals im Forum geschrieben, Entschuldigung. Das war ja am Anfang auch meine große Befürchtung, dass die eben ziemlich teuer waren. Die gab es nicht überall und ich hatte auch Angst, dass es gegen die Schwächsten dann durchgesetzt werden muss, weil man die auch so schön erreicht und so schön Exempel statuieren kann an denen. Und da hatte ich am Anfang welche verteilt, aber da hat man auch immer nur 10 gekriegt und ja, und aber die haben dann auch von Ärzten und auch von Streetworkern relativ bald dann welche bekommen. Mhm. Also die sie tragen, sind wirklich nicht sauber, ne? Muss man schon sagen. Ne? Mhm. Aber es ist für die auch ein ganz großes Problem, dass die ganzen Cafés haben jetzt zu und wo sie halt vorher mal schnell auf die Toilette konnten, um sich mal die Hände zu waschen oder, ne? Also die sind viele, also ich rede jetzt von der harten Drogenszene, ne? Also sind schmutziger, also dann regen sich auch die Leute auf und auch zu Recht, die da wohnen, dass die auf der Straße ihre Notdurft verrichten und so, ne? Weil die halt auch nirgendwo einfach mal so schnell reingehen können, ne?
Das heißt also, die im Grunde ist es so, dass die bis vor Corona normalen Strukturen einer, sagen wir, geschäftigen Gesellschaft, die dann auch immer Menschen, die in Not sind, ich nenne das jetzt in Not sind, die obdachlos sind, irgendwo Möglichkeiten gegeben haben, sie zu nutzen, wie du sagst, aufs Klo gehen, Hände waschen können. Und auch das fällt jetzt weg. Hast du eine Vorstellung oder einen Vorschlag oder eine Idee, wie man das kompensieren kann? Oder zucken dann alle nur mit der Achsel und sagen, ja, arme Schweine, aber haben sie eben Pech gehabt? Ja, also ich hatte vor ein paar Tagen, da ist so ein obdachloser Mann bei uns hier in der Ecke, der bettelt hier und der hatte eine kaputte Jacke und es war arschkalt. Und dann hatte ich versucht, ihm zu erklären, er soll jetzt mal warten, ne? Und ich telefoniere und dann hatte ich erstmal einen Kältebus angerufen und die haben gesagt, die fahren erst um 21 Uhr raus. Da sage ich, um 21 Uhr muss der hier verschwunden sein, da ist der Laden zu und die Jacke ist immer noch kaputt, das können wir jetzt machen. Und dann haben die dann einen Streetworker angerufen, also einen Sozialarbeiter hier in dem Stadtteil, haben den vorbeigeschickt, der hat ihn offenbar nicht mehr angetroffen. Am nächsten Tag habe ich ihn dann wieder gefunden, da hatte er immer noch eine kaputte Jacke und dann habe ich mit den Leuten vom Kältebus und ausgemacht, dass er am Abend an der Hauptwache eine neue Jacke kriegt. Das hat dann auch geklappt, ja. Aber das wäre halt so ein Ding, dass der Kältebus muss früher rausfahren, ne? Also meiner Meinung nach müsste der den ganzen Tag unterwegs sein. Weil es ist kalt, es ist nass. Die sind echt, die haben teilweise Sommerschuhe an oder, also es ist echt nicht gut. Und gerade die Osteuropäer, die werden auch in den Notschlafstellen nicht aufgenommen. Weil das wird über das Sozialamt abgerechnet, also zumindest war das, also ohne Gewähr, das war vor ein paar Jahren, da hatte ich versucht, einen Osteuropäer in einer Notschlafstelle unterzubringen und habe den da hingefahren und dann haben die mir gesagt, so weil sie mich kennen und mir zu Vitamin B-mäßig nehmen sie ihn 3 Tage auf, das können sie aber nur einmal machen und nur 3 Tage, weil sie das Geld nicht wiederkriegen. Ja. Anja, 3 Fragen habe ich noch an dich. Die kommen, kann ich das sagen? Von wem die kommen, Thilo? Kann ich das sagen, diese 3 Fragen? Ja? Na gut, also es sind auch welche von Thilo dabei, das weiß ich. So, okay. Erstens, bist du für die Legalisierung von Drogen generell oder eingeschränkt? Kannst du das sagen? Die Legalisierung von allen Drogen, also für zumindest für Süchtige, ja. Und dann unter ärztlicher Abgabe unter ärztlicher Aufsicht, vielleicht auch Konsum unter ärztlicher Aufsicht oder? Das ist schwierig. Da gibt es ja in Frankfurt dieses Projekt, also damals war es ein Heroinprojekt, was jetzt mittlerweile ein Heroinprogramm ist, wo die Leute 3-mal am Tag hingehen können, um sich aber kein normales Heroin, sondern so ein synthetisches abzuholen. Ne? Aber Heroin hält halt nur 8 Stunden lang und über die Nacht kriegen sie dann doch Methadon, weil nachts die Vergaben ja zu sind und so, ne? Da müsste man sich was Praxistauglicheres überlegen. Und vor allem gehen die Substitutionsprogramme ja alle nur davon aus, dass die Leute ihren körperlichen Entzug wegmachen sollen und auf einer stabilen Dosis bleiben. Aber viele nehmen nun mal Drogen, um breit zu sein. Ja. Ne? Und diesen Aspekt, den müsste man irgendwie auch berücksichtigen dabei. Ich verstehe. Zweite Frage, bist du für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Uff. Nee, nicht wirklich. Ah? Nicht wirklich. Also ich bin dafür, dass man ein repressionsfreies Hartz IV hat. Also ein Grundeinkommen für Stadt Hartz IV, ja. Okay. Aber ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle nicht so wirklich. Okay. Und die letzte Frage. Wir haben zurzeit sehr viele leerstehende Hotelkapazitäten wegen Corona. Meine Rede. Siehst du da eine realistische Möglichkeit oder eine realistische Möglichkeit, dass man durch staatliche Verpflichtung, weiß gar nicht, ob das geht, aber angenommen es geht,
soll man denen vorschreiben können und ihr müsst Zimmer unter Hygienekonzeptbedingungen auch für Obdachlose zur Verfügung stellen? Ja, also das hatte ich ja auch schon mal ins Forum, glaube ich, geschrieben. Ich glaube ins Forum, ich bin mir nicht sicher. Da ging es um Moria, dass man die Leute ja wegholen kann prinzipiell und bitteschön da in die ganzen leerstehenden Hotels einquartieren, dass das ja kein Problem ist. Ne? Und ich meine, erstens, die Hotels, die leer stehen, da braucht man halt nicht nur ein Hygienekonzept, sondern braucht, das ist so ein Sicherheitskonzept, ja. Weil die Leute konsumieren harte Drogen, die Leute prostituieren sich und man muss halt gucken, dass es in dem Hotel dann nicht völlig ausartet, ne? Also es ist nicht so leicht gesagt, ne? Ja, also ich verstehe. Harte Leute, die lange Jahre unter harten Bedingungen gelebt haben, die sind jetzt nicht auf einmal brave Hotelgäste, die meisten zumindest. Vor allem, wenn sie unter anderem braven Hotelgästen wären, würde das noch gehen. Aber wenn man jetzt ein Hotel nimmt und dann nimmt man 20 von den Leuten von der harten Drogenszene da rein, die sich untereinander kennen und dann, das geht nicht. Mhm. Ja, also da braucht man wirklich auch ein Sicherheitskonzept. Gut. Anja, ich danke dir für das... Eine Sache wollte ich dir noch erzählen. Die fand ich nämlich übrigens ganz komisch. Als ich da Masken verteilt hatte, dann habe ich ein paar Wochen später einen Brief vom Ordnungsamt gekriegt, ich hätte eine Zigarettenkippe auf den Boden geworfen. Nein. Und dann habe ich mir gedacht, das kann gar nicht sein, ich habe ja eine Maske aufgehabt. Ne? Ja. Ich weiß aber, dass eine von den Frauen, denen ich die Maske gegeben hatte, die hat sich über die Polizei aufgeregt, die da war. Die hat uns auch kontrolliert und die hat eine Zigarettenkippe auf den Boden geworfen. Da habe ich mir dann gedacht, okay, der hat weniger Geld als ich bezahlt. Ne? Ja. Und dann, aber später habe ich mir gedacht, die haben mich nicht mit ihr verwechselt. Das kann gar nicht sein, ja, weil, naja, es kann einfach nicht sein, ja. Und ich habe mir überlegt, nämlich, also, ob die vielleicht wirklich mit Absicht so helfende Leute da weghaben wollen, um ihre Repressionssachen da durchzuziehen, unbeobachtet. Ich würde jetzt gerne sagen können, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber so einfach könnte ich das vielleicht auch. Ich fürchte, es gibt tatsächlich auch Menschen bei sogenannten Sicherheitsorganen oder so, die so denken. Ich hoffe, es sind möglichst wenige. Ja. Gut. Anja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Anruf. Ich bewundere dein Engagement und die Größe deines sozialen Herzens. Und ich wünsche dir, dass du keine Einzelkämpferin sein musst. Dankeschön. Mach's gut, danke. Tschüss. Bis dann, ciao. Boah, ja. Also, klar, das sind... Ich meine, ich fahre jeden Abend, wenn ich nach Hause fahre, in Berlin, dann an einem sehr populären Straßenstrich vorbei. Das heißt, man kann gar nicht anders, als zu sehen, was da so passiert. Und das sind sehr, sehr eigenartige Gefühle. Wirklich, weil die Veränderungen, die da sind und das, was Anja beschrieben hat, das dann sozusagen auf eine furchtbare Art und Weise auch da der Markt die Preise regelt und dann eben Frauen einfach für das wenige Geld, was ihnen dann noch geboten wird, ins Gebüsch oder um die Ecke gehen. Es ist ganz furchtbar. Es ist wirklich ganz furchtbar. So, wer ist jetzt in der Leitung? Hallo, hier ist Hans. Hallo. Möchte mit dir... Hörst du mich gut? Jetzt höre ich dich. Sag nochmal deinen Namen. Ich bin Lutz. Lutz, okay. Ich bin 25 und komme aus Bremen, gebürtig aus Oldenburg. Lutz. Heimatliche Klänge sozusagen fast. Genau, richtig. Okay. Ja. Erzähl, Lutz. Ja, ich habe ein bisschen abstrakteres Thema als meine beiden Fortney-RednerInnen. Das wäre nämlich, ich würde gerne mit dir über Kapitalismuskritik und ja in Verbindung damit auch über zivilen Ungehorsam reden. Und ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Also, mach. Ja, alles klar.
Ich glaube, du stimmst mir ja zu, wenn ich sage, dass wir gegenwärtig vielen Herausforderungen gegenüberstehen und dass die sich in Zukunft auch weiter verschärfen werden. Da habe ich jetzt für mich, sage ich mal, drei Themen, die einer schnelleren Lösung und einer besseren Zukunftsvision bedürfen, herauskristallisiert. Das wären zum einen die Klimakrise, klar, Flüchtlingsbewegungen und dann auch gesellschaftliche Spannungen. Diese gesellschaftlichen Spannungen werden durch die beiden erstgenannten natürlich auch zusätzlich noch verschärft. Meine Ansicht ist, dass unser derzeitiges Wirtschafts- und auch Gesellschaftssystem, also auch der Kapitalismus, in dem wir leben, darauf keine Antworten bietet. Und er bedingt diese Probleme sogar und verschlimmert sie. Dazu muss ich jetzt auch sagen, dass auch andere Probleme, die in Diskussionen oft nicht direkt mit dem Kapitalismus verknüpft werden, dieses System bedingt, wie zum Beispiel Rassismus und Diskriminierung, Antifeminismus, Polizeiverfehlungen, Drogenpolitik, Bildung oder auch Zustand der Pflege, um jetzt nur ein paar zu nennen. Diese Liste könnte man ja noch weiterführen. Damit sollte man nur klar werden, wie weitgreifend eine Diskussion über Kapitalismuskritik auch sein kann. Ja. Für mich ist die logische Konsequenz aus diesen Realitäten, dass man den Kapitalismus verändern oder besser noch, meiner Meinung nach, überwinden muss. Und wie? Allerdings sehe ich, dass die Maßnahmen der Parteienpolitik, wenn man jetzt, sagen wir mal, vernünftige Parteien jetzt nur heranzieht, so CDU, FDP, alle die konservative und nicht zukunftsfähige Politik machen, kann man jetzt vernachlässigen, sage ich mal, dass diese Parteien auch keine oder mit ihren Forderungen nur an der Oberfläche des Problems kratzen und nicht den Kern, also der Kern, sage ich mal, ist der Kapitalismus, der faul ist, dass diese den Kern nicht betreffen. Das würde ich persönlich auch linken oder grünen Bewegungen vorwerfen, die dann auch ebenfalls wie die Parteien nur an der Oberfläche kratzen, aber oft nicht den Kern kritisieren. Was ist der Kern? Der Kern ist der Kapitalismus. Was heißt das? Also jetzt muss ich dich ein bisschen sozusagen da eine kleine Kernbohrung versuchen. Also was ist für dich, das, wenn du sagst, ja, die Parteien, auch die Linken oder so, die sich ja als Kapitalismuskritische durchaus begreifen, kratzen nur an der Oberfläche. Also wo fängt für dich der Kern an und wo meinst du, dass man politisch, darum geht es dir ja offenbar, am Kern etwas ändern kann? Da gibt es, also zum Beispiel, Thilo hat ja auch einige Gäste schon in seinen Folgen Jung und Naiv, da kann ich jetzt zum Beispiel Christian Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie, das fand ich einen klasse Vorschlag, der auch wirklich real umsetzbar ist. Der bietet meiner Meinung nach viel bessere Antworten auf diese Probleme, die ich vorhin geschildert habe. Und die Parteienpolitik, wie sie im Moment organisiert ist, oder unsere Politik, wie sie generell organisiert ist, mit der Einflussnahme von Interessengruppen, kann diesen Problemen nicht gerecht werden. Und also, oder brauchen auch einfach zu lange, um eine Veränderung, die, sage ich mir jetzt, also beispielsweise auf die Klimakrise bezogen, einfach zu lange dauern. Welchen Akteur siehst du, der die Veränderungen schneller und vor allem tatsächlich wirksam befördernd oder umsetzen kann? Da sehe ich im letzten, also eigentlich sehe ich da nur die Bevölkerung an sich als Akteur. Ich sehe keine politische Partei und auch keine größere Bewegung, die meinen Vorstellungen, sage ich mal, gerecht wird. Das ist jetzt eine persönliche Ansicht natürlich. Fridays for Future hat natürlich einen großen Schritt gemacht, viele junge Leute zu mobilisieren. Aber da ist auch wieder meine Kritik, sie kratzen nur an der Oberfläche einer nach der grünen Forderung. Gesellschaftliche Spannungen werden dort ja nicht thematisiert. Also es bräuchte noch eine ganz andere Dimension dort. Bist du in irgendeiner Form organisiert, Lutz? Oder, also ich frage jetzt nicht nach Parteimitgliedschaft oder so, aber wenn du sagst, die Bevölkerung an sich, das ist ja auch ein ganz
ganz abstrakter und sehr großer Begriff. Genau. Und ich wüsste jetzt nicht, wenn ich mir einfach, als du das so sagtest, habe ich mir gedacht, was haben wir eigentlich in den, sagen wir mal, 100, 150, 200 Jahren moderne Industriegesellschaft, wenn wir über Europa und Deutschland reden, wo hätte Bevölkerung an sich schon einmal etwas sozusagen Umwälzendes gemacht? Da fällt mir nichts ein. Nee, das stimmt ja auch. Aber diese Umwälzung, die kann ja noch kommen. Das ist ja eine Wunsch, eine Utopie von mir, dass eine Umwälzung aus der Bevölkerung entsteht. Aber ist die Utopie nur die, dass du sagst, ich wünsche mir, dass das irgendwann passiert? Oder gibt es in deiner Vorstellung, in deinem Wunsch auch Schritte dorthin, dass das passiert? Und wie sehen die aus? Das ist nämlich mein Problem und deswegen würde ich mit dir darüber reden, ob du mir, also Antworten natürlich ist übertrieben, aber ob du mir Denkanstöße vermitteln kannst, weil ich sehe es im Moment schwierig. Es gibt natürlich ganz viele linke oder grüne Splittergruppen, die auf dem richtigen Weg sind, aber ich sehe da keine Sprengkraft, um eine wirkliche Umwälzung oder anders formuliert eine Revolution zu befördern. Dass, wenn man das über die klassische politische Mitgestaltung macht, das wäre meine Frage, das ist doch eigentlich viel zu langsam. Klimakrise, Flüchtlingsbewegungen, die werden sich in den nächsten Jahren, also wirklich in absehbarer Zukunft, verschlimmern, in Anführungszeichen. Oder, ja, verschlimmern. Davon gehe ich auch aus, dass sie sich verschlimmern. Meine Auffassung, wenn du so willst, ist jetzt auch eine persönliche, von der Entwicklung von Politik und sozialen Bewegungen ist, dass ein paar Dinge zusammenkommen müssen. Das eine ist, ich nenne es mal einen wachsenden Problemdruck, den haben wir in verschiedenen Feldern, das hast du beschrieben. Zum Zweiten muss es schon auch so sein, dass eine große Zahl von Menschen sehr real diese Probleme als ihre Probleme erfährt. Richtig. Auch das nimmt ja durchaus zu. Und das Dritte und ganz entscheidend ist aber, glaube ich, dass diesen Menschen eine, du sagst jetzt revolutionäre Veränderung, ich würde sagen ein großer Umbruch, wie auch immer, als die einzig tatsächliche Möglichkeit, wenn man sogar so will, als das geringere Übel erscheint. Und da habe ich so meine Zweifel, ob wir diesen Zustand tatsächlich, jedenfalls in Deutschland oder vielleicht sogar auch in den industriellen Staaten, erreicht haben. Ich fürchte, das ist nicht so. Nee, das ist ja auch klar, dass wir den noch nicht erreicht haben. Aber ist die Frage, können wir diesen Zustand überhaupt erreichen? Ist es überhaupt möglich? Und wie kommt man da zeitnah hin? Oder welche Bausteine in unserem gesellschaftlichen Leben müssten sich ändern, dass mehr Leute zu so einer Bewegung auch wirklich mit ihrer Man- und Woman-Power stehen? Ja, ich glaube auch da wieder, dass es wird einige Menschen geben, die sozusagen durch Studium, durch rationales Wissen, auch durch Abstraktion sagen, das müssen wir doch machen, weil sonst passiert das und das. Ich sehe aber auch vor dem Hintergrund historischer Erfahrungen nicht, dass das sozusagen Mehrheiten sind, die durch eigene Erarbeitung und Überzeugung dahin kommen, sondern es gibt so ein altes deutsches Sprichwort, das heißt, erst wenn die Marmelade im Bart klebt, dann holt man den Barbier, also den Friseur. Und vielleicht ist da, das ist jetzt bedauerlich, aber vielleicht ist da was dran, dass es in der Tat noch einen wachsenden Problem gibt, Druck braucht, damit eine größere Bereitschaft ist, solche Veränderungen als notwendig, als kleineres Übel zu begreifen. Und vielleicht kommt dieser Problemdruck, meine Vermutung wäre, dass er nicht
aus der Mitte immer noch relativ wohlhabenden deutschen Gesellschaft kommt, sondern dass er vielleicht stärker von anderen Regionen der Welt uns aufgenötigt werden muss. Beispielsweise könntest du... Ja, zum Beispiel, wenn dich das Thema die Verbindung von Klima und Flüchtlinge, die du genannt hast, und auch soziale Spaltung. In dem Moment, wo die Zahl der Klimaflüchtlinge, zum Beispiel aus Afrika, zunimmt, einfach weil man dort nicht mehr leben kann. Genau. Diese Flüchtlinge werden nicht nur in afrikanische Nachbarländer fliehen, sondern Frontex hin oder her, die kommen irgendwann auch bei uns an. Und wenn man die nicht mehr mit irgendwelchen deutschen Marineschiffen in der Ägäis fernhalten kann, dann sind sie da. Und dann steht man nachher als Staatlichkeit und als politische Akteure vor der Entscheidung, was machen wir denn mit denen? Sie sind jetzt da. Und das ist ein solcher Problemdruck, der, glaube ich, von außen herangetragen, von außen in dem Sinn, weil es sind Flüchtlinge aus, ich sage jetzt mal mutmaßlich Afrika, wenn die da sind, wenn die in größerer Zahl da sind, auf unserer Matte stehen, vor unserer Haustür stehen, dann entsteht dadurch ein wachsender Problemdruck. Und dann findet auch wieder so etwas wie gesellschaftliche Spaltung statt. Genau. Erleben wir ja jetzt schon. Nicht? Dann gibt es die einen, die sagen, oh Gott, und es soll bitte wieder so werden wie vorher. Sozusagen eine retardierende Bewegung, die gehen dann gerne und setzen ihre Hoffnung auf autoritäre Parteien, die ihnen dann versprechen, dass die Zukunft so sein soll, wie sie in Wahrheit die Vergangenheit nie gewesen ist. Und andere, und hoffentlich wären die anderen die Mehrheit, die sagen, nein, wir können einfach nicht mehr so weitermachen wie bisher. Ja, aber im Umkehrschluss bedeutet das ja auch, dass du der Meinung bist, dass die Lage sich ja auf jeden Fall erstmal verschlechtern muss, aber es dann ja auch eine Umwälzung, wie ich sie ja von der Bevölkerung ausgefordert habe, dann zeitversetzt geschehen wird. Also ich bin der ökonomische Verhältnisse, Klimaverhältnisse, soziale Verhältnisse, wenn die sich verändern, wenn die sich verschärfen, wenn die unerträglicher werden, dann drängen sie auf Veränderung. Das ist ein historischer Prozess, das war in Geschichte schon immer so. Man weiß nie so genau vorher, wo landet dann diese Veränderung. Es gibt auch dramatisch gescheiterte Revolutionen. Aber, und das ist ein Punkt, ich bin niemand, der sagen würde, na dann lehnen wir uns jetzt mal zurück und warten freudigen Herzens, bis die Situation so beschissen ist, dass alle Revolutionen schicken. Das wäre ja auch zynisch und menschenverachtend. So nicht. Ich glaube nur, dass dieser Prozess von gesellschaftlicher, politischer, sozialer Entwicklung, das ist jedenfalls, wenn du so willst, meine Lehre aus Geschichte, soweit ich sie kenne, ohne den passieren keine Veränderungen. Und für diesen Moment allerdings, und das ist etwas, was mir jetzt noch wichtig wäre, zu sagen, für diesen Moment brauchst du Akteure. Und das ist fast egal, in welcher Form von Organisation, politische Partei oder so, die da bereit sind, die auch gedanklich schon vorgearbeitet haben und die sagen, jetzt versuchen wir, das in die richtigen Bahnen mitzubefördern und anzuleiten. Also ich hätte meine Zweifel, dass die Bevölkerung an sich zur Bevölkerung für sich aus ganz eigenem Antrieb wird, sondern du brauchst Organisationsformen, du brauchst organisatorische Kerne, sonst geht das gar nicht. Ja, das stimmt. Um nochmal zum zivilen Ungehorsam zurückzukommen. Wir hatten ja schon oft bei dir in der Show das Thema Pflege. Ja. Also jetzt nur ein Beispiel von mir, das ist ein Gedankenkonstrukt. Ja. Wie schaffen es Menschen, sich ihrer Machtstellung, also das sind ja, wir haben ja tausende, abertausende Pflegende in Krankenhäusern, in Altenpflegeheimen, die
haben gar keine Lobby und können so ihre Forderungen auch nicht gut durchsetzen. Aber sie haben ja eigentlich trotzdem eine große Macht, weil würden sie mal, das ist jetzt wirklich nur ein Gedankenkonstrukt, ich kann verstehen, dass in der Pflege das echt schwierig ist, in einen Streik zu gehen, aber dann würde man ja erstmal merken. Red weiter, hier ist. Irgendwo. Red weiter, hier klingelt irgendein ein Handy und ich weiß nicht warum. Das soll aber nicht weiter schwimmen. So, red du mal weiter, ja? Dass sich die Menschen dort ihrer Stellung bewusst sind und auch gemeinsam was bewegen können, das wäre dann halt analog zu meiner Forderung, dass oder meiner Vision oder Utopie, dass eine Bewegung aus der Bevölkerung gesellschaftliche Veränderungen antreibt. Jens Spahn hat in einem Interview mit Thilo Jung hier vor gar nicht so langer Zeit, der hat ja gesagt, und das ist dann für einen CDU-Minister schon ganz erstaunlich, dann sollen die Pfleger sich eben stärker gewerkschaftlich organisieren und so, ne? Sagt der CDU-Minister. So, und gewerkschaftliche Organisation zum Beispiel bedeutet am Ende auch die Bereitschaft zum Arbeitskampf, eigene Forderungen durch Arbeitskampf umzusetzen. Und dann kommt aber wieder die große Frage, und das ist dann auch eine ethische Frage, vor der gerade Menschen in Betreuenden und Pflegeberufen stehen. Wenn wir die Arbeit niederlegen, dann sind betroffen letztlich oder sofort sind betroffen die Menschen, die wir uns eigentlich kümmern wollen und müssen. So, das ist sozusagen ein ethischer Spagat, eine Zwickmühle, wo ich auch gar nicht weiß, wie man da rauskommen kann. Ja, ich wollte nur darauf vielleicht auch hinaus, dass in anderen Ländern die Streikkultur ja eine ganz andere ist als bei uns in Deutschland. Sieht man sich, abgesehen davon, dass die Gelbwestenbewegung jetzt politisch oder wie die politisch einzuordnen ist, dort gehen Leute auf die Straße und legen auch ein ganzes Land, können die es auch lahmlegen. Diese Sprengkraft sehe ich in Deutschland leider nicht, was mich dann wiederum ein bisschen negativer stimmt in der Hinsicht. Ja, wir werden hier heute in diesem Gespräch, lieber Lutz, auch nicht sozusagen den Weg zur friedlichen und allseits zufriedenstellenden Revolution finden. Aber ich finde, du hast in deiner Analyse sozusagen, da hast du Finger in Wunden gelegt und es stimmt. Mhm. Vieles von dem, was du sagst, stimmt. Und das ist jetzt aber so ein bisschen so, als wenn man sagt, wir stehen hier irgendwo auf dem Erdboden und da oben ist ein 20-stöckiges Haus und man will auf die Dachterrasse. Aber wo ist jetzt das Treppenhaus? Wie kommt man da hoch? Ja. Hast du noch kurz einen Moment Zeit für eine Frage? Oder ja. Ist das? Ja. Jetzt in unserem Gespräch haben wir nicht wirklich das Gesellschaftssystem oder Wirtschaftssystem, in dem wir leben, kritisiert. Wenn ich jetzt mal einmal Thema Bildung da reinwerfen möchte, ich könnte jetzt dich überraschen und sagen, ich studiere BWL. Ja, tust du und, das? Tust du das denn? Ja, ich tue das. Mhm. Allerdings nicht aus Leidenschaft, nicht mehr aus, also ich habe es angefangen, wie wahrscheinlich viele, einfach aus Unreflektiertheit gegenüber sich selbst und der Umwelt. Und halt Angst, in einer Gesellschaft nicht klarzukommen. Und dass Leute wiederum in Anführungszeichen den falschen Weg einschlagen, beziehungsweise den sicheren Weg einschlagen eines BWL-Studiums oder Wirtschaftswissenschaften, die einem erstmal eine Sicherheit suggerieren. Mhm. Obwohl viele, viele, viele Menschen wahrscheinlich auch sozialere Berufe gern ausüben würden, aber diese Interessen wurden, ich glaube, über den ganzen Bildungsweg seit Anbeginn seit Schuleintritt, sage ich mal, verstümmelt, mehr oder weniger.
Hast du über, denkst du drüber nach, dein was ganz anderes zu machen, aus diesem BWL-Studium rauszugehen? Oder sagst du, nee, ich mache das und versuche dann die Kenntnisse, die ich da habe, anders einzusetzen? Nee, das versuche ich nicht. Ich werde auf jeden Fall was anderes noch machen. Mhm. Auf jeden Fall. Chat-Tipp. Du mögest Antonio Gramsci lesen, wenn du das nicht sowieso vielleicht schon getan hast. Ein bedeutender italienischer marxistischer Theoretiker, einer der nicht-stalinistischen Art, um das ganz deutlich zu sagen, sondern wenn man so will, ein demokratischer Revolutionär, lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, es gibt, auch das wird angemerkt, es gibt Wege zur Veränderung, die sich vielleicht gar nicht gegenseitig ausschließen müssen, sondern in eigenartiger Weise auch verbunden sein können. Reform, Transformation, Revolution, das sind, vielleicht müssen wir auch oder müssen politische Akteure gucken, dass sie nicht dem einen sagen, ach, du bist ja einfach nur ein langweiliger Reformist und nur hier ist der wahre Revolutionär, sondern die Wege, in denen Geschichte und Veränderung sich vollzieht, die sind nicht immer direkt planbar, sondern manches, was als Revolution begonnen hat, mündet in einer Konterrevolution und in versteinerten Verhältnissen. Und manches, was vielleicht als eine Reform beginnt, entwickelt auf einmal die Dynamik eines Schneeballs, der zur Lawine wird. Ich kann nur sagen, es ist, glaube ich, sinnvoll zu gucken, wer in welcher historischen, konkreten Situation, wer hat welche Vorschläge oder Ideen oder auch Power, welche Veränderungsprozesse in Gang zu setzen. Und dann guckt man mal, wie diese Veränderungsprozesse weitergehen. Ja. Das ist mit vielen Unsicherheiten verbunden, aber die Sicherheiten des richtigen revolutionären Weges gibt es da, glaube ich, auch nicht. Nee. Alles klar. Lutz? Ich habe sonst noch eine kleine Buchempfehlung für alle, die etwas lesen möchten, von Harald Welzer, der war auch bei Thilo einmal schon im Interview. Alles könnte anders sein, ist der Buchtitel. Dort skizziert ja auch eine mögliche andere Gesellschaft, in der wir leben könnten. Ja, das ist richtig. Harald Welzer ist ein Autor und ein Wissenschaftler, den wir auch ganz gut kennen. Ja. Lutz, danke dir. Danke, Mach's Hans. Gut. Tschüss. Bis dann, tschüss. Ja, Bremen ist doch immer noch irgendwie eine Ecke, in der Menschen zu Hause sind, die ein bisschen mehr an Veränderung sich vorstellen können, als das, was so allgemein im Angebot ist. Wir warten auf das nächste Gespräch und falls ihr überlegt, dieses Format und diese Plattform zu unterstützen, sehr gerne die Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt, sind bekannt, sind nachlesbar. Was hier passiert, ist Spenden- oder beitragsbasiert. Das hängt von euch ab und von niemandem sonst. So, das war der kleine Hinweis über die Kohle in eigener Sache. Wer ist denn jetzt in der Leitung? Hallo, hier ist Hans. Ja, hallo, hier ist der Eik. Eik. Mhm. Worum geht's dir? Mir geht es um, ich bin Physiotherapeut mit eigener Praxis, eigenem Team und viel Menschenkontakt. Mhm. Und was mir auffällt, ist, dass wenn wir mit Menschen und dem Körpergefühl von Menschen arbeiten, dass mir das zunehmend auffällt, dass es fehlt. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Stimmung aktuell im Land anschaue, was so diese Pandemielage angeht, und das gegenüberstelle mit dem Gefühl, was ich habe, was das Thema Körpergefühl angeht und Zuversicht auch in den eigenen Körper, dann ist da eine riesen Diskrepanz. Und ich denke, dass die Stimmung anders sein könnte, wenn dieses Gefühl anders wäre in der Fläche. Das ist ja eine interessante These. Beschreib das noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen genauer, damit ich mir mehr vorstellen kann. Was meinst du, wenn du sagst, es fehlt das, habe ich richtig verstanden, das Körpergefühl,
das wir aber eigentlich brauchen, um optimistischer, positiver sein zu können. Habe ich das richtig verstanden? Richtig, genau. Ja. Warum ist das so und wie stellst du das fest? Also grundsätzlich beschäftige ich mich sehr stark auch natürlich mit dieser pandemischen Lage. Mhm. Von Berufswegen schlicht und ergreifend ist natürlich Gesundheit ein Thema. Für mich ist seit Jahren schon, und ich unterrichte das auch, Prävention und Rehabilitation an der Physiotherapeutenschule und versuche da eben auch zu, die Herangehensweise beizubringen. Und da geht es ganz stark um Aufklärung. Mhm. Das ist nachweislich das beste Konzept, das Aufklärungskonzept ist nachweislich das beste Konzept, um Menschen zu, wie soll ich sagen, präventiven Handlungen zu bewegen, entgegen Risikofaktoren oder Abschreckungskonzepten, wie es beispielsweise auf Zigarettenschachteln mit Horrorbildern ist. Mhm. Das wende ich in der Praxis an. Das ist jetzt nicht eine reine Theorie, sondern ich wende das an und merke einfach, wie sich die Stimmung der Patienten, wenn ich mit denen über meine aktuelle, über meinen aktuellen Kenntnisstand, über mein Gefühl zum Thema Corona, SARS-CoV-2 rede, wie sich die Stimmung positiv verändert. Mhm. Wie funktioniert, also was erzählst du den Menschen da? Also generell habe ich, glaube ich, einfach eine starke Zuversicht auch in uns als Körper, als wie soll ich sagen, als Organismus. Mhm. Wir sind ja nicht ohne irgendwelche Mittel auf die Welt gekommen und aktuell ist es mir in der politischen Diskussion, finde ich, zu einseitig auf Impfung, Medikamente, Krankenhaus und Intensivbetreuung zugeschnitten. Also, es geht mir persönlich eher darum, Menschen generell davon abzuhalten, krank zu werden. Und wenn ich mir überlege, was ein Körper so mitbringt, um eben nicht krank zu werden und oder um genesen zu können, dann haben wir so ein Riesenpotenzial, was aber, glaube ich, flächendeckend nicht gefühlt wird. Also wenn wir uns überlegen, die Evolution hat ihren Weg genommen. Viren waren allgegenwärtig. Dass wir jetzt natürlich impfen können, ist eine prima Sache, weil das einfach dieses Spiel Organismus, Virus natürlich deutlich vereinfacht zu unseren Gunsten, völlig klar. Mhm. Aber das ist nicht alles. Also was ist, bleiben wir mal bei SARS-CoV-2, diesem Virus. Das ist ja das, was uns im Moment so sehr beschäftigt und auch belastet. Was wäre aus deiner Sicht die Möglichkeit, dem über oder jenseits von Impfung da Widerstandskräfte zu entwickeln und zu mobilisieren? Darum geht es ja. Also generell haben wir die besten Möglichkeiten sind natürlich logischerweise dieses Abstand halten, weil ein Virus schlicht und ergreifend Kontakt braucht. Also das ist aber schon hoch und runter erzählt worden, das ist ja nicht das Thema. Generell haben wir ein Abwehrsystem gegen Viren und wir haben ein Abwehrsystem gegen Bakterien. Das ist schlicht und ergreifend da. Dann braucht der Virus eine Pforte. Das heißt, er muss andocken können an Zellen. Dafür müssen die bereit sein. Die können bereiter sein und weniger bereit sein. Je älter man wird, desto mehr Andockstellen hat man schlicht und ergreifend. Und vor allen Dingen ist es auch so, dass es nicht nur mit dem Alter zusammenhängt, sondern schlicht und ergreifend mit der Tatsache, dass man vielleicht schon Krankheiten und Entzündungen durchgemacht hat, durch verschiedene andere Vorerkrankungen, Verletzungen oder sonst welche Geschichten, was schlicht und ergreifend den Körper auch ein Stück weit trainiert, auf weitere Krankheiten oder zumindest mal bereiter macht, auf weitere Krankheiten zu reagieren. Mhm. Das wiederum eröffnet dem Virus mehr Andockstellen. Und dadurch kann man mehr, hat man mehr die Chance, eben infiziert und infiltriert zu werden durch den Virus. Soweit würde das, glaube ich, jeder Virologe, jeder Immunologe, absolut, jeder Biochemiker unterschreiben. Die große Frage ist jetzt, hast du etwas anzubieten, oder das klingt jetzt so, wo du sagst, ich kann den Menschen etwas vermitteln, dass sie stärker Resistenz gegenüber den Angriffen des Virus aus sich selbst heraus jetzt schon haben. Was wäre das, wenn ich dich richtig verstehe? Generell wäre es in allererster Linie, und das kennt jeder, der sich vielleicht mal mit Autoimmunerkrankungen und rheumatischen Geschichten beschäftigt hat, Stressreduktion. Mhm. Weil beispielsweise bei Autoimmunerkrankungen, sogenannten Autoimmunerkrankungen, Cortison gegeben wird. Cortison ist ein Stresshormon,
ein extern gegebenes Stresshormon, was im Endeffekt eigentlich nichts anderes macht, als Stress zu simulieren. Mhm. Und Stress ist evolutionär gesehen Kampf oder Flucht. Das ist dem Immunsystem übergeschalten. Kampf oder Flucht kommt immer vor Immunreaktionen und deswegen dämpft Cortisol das Immunsystem. So, das heißt, Stressreduktion wäre schon mal ein Thema. Jetzt kann man natürlich nicht einfach nur meditieren, das ist natürlich ganz einfach gesagt. Ja. Man könnte natürlich sagen, mach dir nichts von Stress, aber das wäre zu kurz gegriffen. Aber das wäre ein Thema, zu schauen, und gerade diese Stimmung, also einfach mit einer freundlicheren Stimmung vielleicht seinen Mitmenschen wieder gegenüber zu treten, hat beim Mitmenschen und bei uns selber, bei dem, der die positive Stimmung vielleicht einbringt, positive Wirkung zur Stressreduktion. Mhm. So, und du sagst eben, Stressreduktion bedeutet dann in der direkten Folge, dass die Abwehrkräfte gegenüber Viren, die da versuchen, sich anzudocken, gestärkt werden? Ist das Hoffnung oder gibt es dafür, ich muss da so doof fragen, weil ich da keine Ahnung habe, ist das Hoffnung oder ist das, na, ich sag's mal, esoterische These oder ist das in irgendeiner Weise naturwissenschaftlich nachprüfbar? Das ist definitiv wissenschaftlich belegt. Mhm. Und es geht bei diesem Spiel generell, und da gehe ich jetzt auf die Basis zurück, es geht darum, dass der Körper nicht für alle organischen Funktionen jederzeit zu 100% Energie bereitstellen kann. Das funktioniert nicht. Das heißt, er muss verschiedene Priorisierungen vornehmen. So, und in dem Moment, wo ich Stress habe, Cortisol ausschütte, ist meine Energieanfrage eher auf Muskulatur und Gehirn. Mhm. Und das kennt man beispielsweise bei einer Grippe, bei einer ganz normalen Grippe. In dem Moment, wo ich stark krank bin, dann tun mir die Muskeln weh. Das sind die Gliederschmerzen und ich bin antriebsgehemmt. Das hat was damit zu tun, dass das Immunsystem dem Gehirn über verschiedene Botenstoffe zu verstehen gibt, bitte nicht zu weit in Aktion treten, wir müssen Infiltrationen bekämpfen. Mhm. Wir haben einen Feind in uns, der muss erstmal bearbeitet werden und dann können wir wieder loslegen. Mhm. Das ist eben diese Antriebshormone. So orchestriert der Körper über die verschiedenen Energieanfragen sich selbst. Und er kann halt dummerweise nur eines auf einmal. Mhm. Oder alles so ein bisschen. Und alles so ein bisschen ist keine gute Idee bei so Sachen wie SARS-CoV-2. Ja, ich kann das nachvollziehen. Also jedenfalls soweit von der Logik dessen, wie du es schilderst. Du sagtest, Stressreduzierung, das habe ich jetzt soweit begriffen, ist sozusagen eine Möglichkeit, um die Energie auf die richtige Arbeit zu lenken. Was gibt es daneben noch? Eines der wichtigsten Punkte wäre wahrscheinlich schlicht und ergreifend Zahnhygiene. Das heißt, die oberen Atemwege nicht mit Bakterien beispielsweise aus dem Mundraum zu belasten und oder natürlich, wenn man beispielsweise Zahnfleischbluten hat, nicht vielleicht schon eine offene Barriere anzubieten. Mhm. Dass vielleicht quasi auf dem direkten Wege eine Infiltration stattfinden kann. Aber Entschuldigung, wenn ich da etwas naiv frage, bei SARS-CoV-2, soweit ich das weiß, das Virus, wenn es uns erreicht, dann verbreitet es sich in den oberen Atmungsorganen, Nase, Hals und vermehrt sich dann da. Inwiefern würde das verhindert oder gebremst durch besseres Zähneputzen? Es geht ja darum, dass Entzündungsprozesse im Mundraum dann stattfinden und die sind leider, wie es sich herausstellt, nicht ganz so klein zu reden, wie man vielleicht meinen mag, dass man sagt, es blutet vielleicht ein Zahn, sondern das hat viel mit offenen Barrieren zu tun und man kann davon ausgehen, dass auch wenn im Mundraum die Barriere einfach geöffnet ist, dass das auch weiterlaufend so stattfindet im oberen Rachenraum. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es da um Bakterienbefall geht und verschiedene andere Dinge und das Immunsystem da schon aktiv ist. Mhm. Und das wiederum natürlich ein Problem darstellt, gerade wenn es gegen Bakterien aktiv ist, dass es schwerer aus der Hüfte kommt, wenn es um Virusabwehr geht. Es geht auch da wieder nur eines richtig oder beides nur so halbwegs. Und so wird quasi durch Bakterienabwehr, die an einer Front stattfindet, die zweite Front
dummerweise vernachlässigt. Ja, also du begreifst, glaube ich, jetzt oder schilderst uns den menschlichen Organismus im Grunde als eine Art militärisches Schlachtfeld, wo die Truppen entweder da kämpfen können oder da, und wenn sie zu sehr verteilt sind, dann wird das alles nichts. Gibt es einen dritten Punkt, wo du sagst, da könnte über Körperlichkeit und Maßnahmen, die jedem von uns möglich sind, Abwehr verstärkt werden? Also es gibt ein großes Thema, was jetzt so als Wort noch nicht ganz so lange existiert, das ist Intermittent Living. Das heißt, Intermittent Living, das heißt intermittierendes Leben. Das heißt, ausbrechen aus dieser Gleichförmigkeit, die wir dummerweise durch Zivilisationsprozesse, durch unsere Art zu arbeiten, unsere Art uns zu ernähren, unsere Art uns zu bewegen oder besser gesagt nicht zu bewegen, eingegangen sind. Das heißt, Hitze, Kälte, Wechsel, Aktions-, Pausenwechsel, vielleicht auch mal härtere Aktionen. Das ist dann das Thema High-Intensive-Intermittent-Training, also wirklich mal auch kernige Trainingssessions, die gehen vielleicht einfach nur 10 Minuten und sind dann schon wieder vorbei. Da gibt es unglaublich viel Material auch, was man da angehen kann. Sind wir da wieder ein Stück weit auch bei den Kneippkuren, heißes, kaltes Wasser? Fällt das auch schon darunter? Klingt so banal, aber ja. Ist ein Thema. Oder was ich da empfehlen kann, das ist vielleicht die moderne Form von Kneipp, das ist Wim Hof, falls das ein Begriff ist. Wim Hof ist ein Niederländer, der sich mit der sogenannte Iceman, der sich mit Kälte, mit Kältereizen beschäftigt hat, und in dem Fall sehr extrem. Aber wenn man das nicht ganz so extrem macht, aber durchaus auch mal damit ein bisschen spielt, macht man den Körper schlicht und ergreifend flexibler, was die Energiebereitstellung in verschiedenen Bereichen angeht, und hat damit eine deutlich agilere Möglichkeit, gegen jegliche Belastung eben vorzugehen. Ja. Ike, ich möchte noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Jenseits der sozusagen körpereigenen Aktivierung, die du jetzt beschrieben hast, wir reden ja großflächig über Schutz, zum Beispiel über die Masken, OP-Masken, Mund-Nase-Bedeckung, FFP2-Masken. Hast du da eine Meinung dazu? Generell ist ja, glaube ich, unstrittig, dass die Masken eine gewisse Wirkung haben. Mhm. Ich bin jetzt in der Datenlage nicht so tief drin, dass ich mich da jetzt auf eine Diskussion einlassen würde. Aber was mir bei dem Thema Masken wichtig wäre und was mir auch irgendwie fehlt, ist, es geht in der politischen Diskussion, ich verfolge ja eure Pressekonferenzen oder die Bundespressekonferenzen sehr, sehr eingehend, geht es sehr oft einfach um die Inzidenzen. Ja. Um die Entlastung der Gesundheitsämter, um die Nachverfolgung. Das wird hoch und runter gebetet. Und wenn ich mir anschaue, ich habe Tino auch in der Bewerbung einen Screenshot geschickt. Das RKI hat auch eine Grafik veröffentlicht, wie mit den Kategorisierungen der Kontaktpersonen umzugehen ist. Und wenn man Kategorie 2 ist, das heißt Mund-Nasen-Schutzbedeckung gut getragen wird und oder eben FFP2-Masken, so wie wir es auch in der Praxis machen, dann ist keine weitere Nachverfolgung notwendig. Ah, ja. Das heißt, würde man das forcieren, bin ich der Meinung, ich weiß auch nicht, warum das nicht stärker forciert wird, könnte man direkt und, glaube ich, auch sehr schlagkräftig die Gesundheitsämter entlasten. Ja. Also einfach dadurch, dass sozusagen gar keine Infektionsweitergabe stattfindet. Hast du da, weil du sagst, Praxis, Publikumsverkehr, hast du da eigene Erfahrungen gemacht? Also hattest du zum Beispiel oder hattet ihr infizierte Patienten, was ihr vielleicht vorher nicht wusstest, aber dann festgestellt habt? Und war das dann so, dass auch bei euch jemand infiziert war oder gab es da Schutz? Was kannst du da berichten? Also wir haben das unfreiwillig getestet tatsächlich. Ah, ja. Eine Patientin von einem Kollegen, mittlerweile meine Patientin, war durch ihre verstorbene Mutter angesteckt worden, das gesagt durch ihre Schwester. Und das Gesundheitsamt hat angerufen, hat uns kontaktiert, hat den Kollegen kontaktiert, hat mit ihm telefoniert. Und dadurch, dass wir am Patienten, weil wir eben länger als 15 Minuten und näher als 1,5 Meter durchaus ran müssen, haben wir beim Patienten direkt immer FFP2-Masken auf, einfach auch zum Selbstschutz. Und das hat er dann dem Gesundheitsamt mitgeteilt. Das
hat das dann aufgenommen. Die mussten sich dann nochmal beraten, obwohl es eigentlich da die klare Vorlagen gab und haben dann gemeint, ja, er wäre Kategorie 2 Kontakt. Mhm. Eine weitere Nachverfolgung wäre nicht notwendig und er solle aber die nächsten 2 Wochen quasi die Kontaktpersonenzahl freiwillig reduzieren. Mhm. Ansonsten, wir hatten wirklich in der ganzen Zeit nur einen einzigen Patienten, der quasi in der Verbindung mit uns und SARS-CoV-2 stand. Und ja, das war aber auch ganz klar, wo das herkam. Wir haben zwar andere Patienten, 2 sind es, die auch infiziert waren oder sind, die jetzt allerdings schon so lange bei uns nicht mehr waren, dass das mit uns jetzt wiederum nichts zu tun hat. Aber wir hatten einen konkreten Fall. Ja, das bedeutet, wenn ich dich recht verstehe, sagst du, wenn konsequenterer Maskenschutz auch da ist, dann ist tatsächlich das Infektionsrisiko, selbst dann, wenn man mit infizierten Menschen zu tun hat, deutlich und erkennbar geringer. Das ist deine Erfahrung. Also ich würde das auf jeden Fall so interpretieren. Wie gesagt, wir haben es so erlebt und was ich auch interessant finde an den FFP2-Masken ist, auch wieder aus der Bundespressekonferenz, was mich massiv stört, ist dieses Gefühl, oder zumindest war das so, dieses Gefühl, was ausgeschüttet wird, die meisten machen mit, aber es gibt so einige wenige. Und in dem Moment steht ein gewisser Argwohn, zumindest habe ich das so wahrgenommen, auch wenn ich hier durch die Stadt laufe, selbst immer noch jetzt, wo teilweise Menschen mit FFP2-Masken sich entgegenkommen, also beide haben FFP2-Masken auf und man macht einen Bogen umeinander rum, als wäre man radioaktiv, aber ja, das ist ja dann doch nicht ganz der Fall. Ja. Und in dem Moment, wo man vielleicht kommunizieren könnte, es gibt die Möglichkeit, sich selbst zu schützen. Und sich unabhängig zu machen von dem Schutzwillen des anderen, ja, oder von dem Wohlwollen des anderen, würde das die Sache, glaube ich, direkt entspannen. Ja. Und dann wären wir wieder bei der Stressreduzierung. Genau. Da hat sich der Bogen des Gespräches, der Kreis des Gesprächs doch noch geschlossen. Ja? Ich danke dir sehr. Ich würde ganz gerne noch, wenn das jemanden tiefer interessiert, ganz kurz nur eine Buchempfehlung vielleicht noch aussprechen wollen, oder 2, besser gesagt. Es gibt ein Buch, was diese ganze Geschichte beschreibt, wenn das jemanden interessiert, das nennt sich Werde wieder Mensch, von Leo Brainbaum, was einfach diese ganzen Wirkmechanismen vielleicht mal aufschlüsselt. Das ist verstehbar und gibt dann durchaus einen Einblick, der vielleicht für dann Entspannung sorgt. Gut, und ein zweites, du sagst 2 Buchtipps. Es gibt zum Thema Immunsystem und Verdauung noch eins, das nennt sich Darm mit Charme, das ist jetzt nicht mehr so jung, das kennt man. Und gerade in Verbindung mit der Art und Weise, wie wir Toilettenpapier konsumieren im Land, ist das vielleicht auch nicht uninteressant. Okay, Eik, danke schön, vielen Dank, war interessant, wusste ich alles nicht. Tschüss, mach's gut, tschüss. Viel Spaß, ciao. Ja, Damen mit Charme. Wer denkt sich solche Titel aus? Aber bitte. Warum denn nicht? Ja, das mit dem, also die Stressgeschichte, das leuchtet mir direkt ein. Es gibt ja auch Stressherpes. Ich weiß, wovon ich da rede. Wie viele andere auch. Das Zeug kommt dann schon manchmal tatsächlich genau dann, wenn man Dauerstress hat. Da ist wohl was dran. So. Ich habe hier keinen Stress. Und warte einfach, bis mir signalisiert wird, dass die Leitung. Ja, da geht der Daumen hoch. Danke, Tilo, danke, Tyler. Wer ist denn jetzt in der Leitung? Hier ist Hans, hallo. Hallo, Hans. Hier ist Maria. Maria, ich grüße dich. Hallo. Ich würde gerne heute mit dir über die Situation von gemeinnützigen Vereinen und gemeinnützigen Projekten in Deutschland sprechen. Ja. Und zwar, kann ich über Berlin reden, weil ich mich in Berlin befinde und auch hier arbeite. Und durch meine bescheidenen Kontakte und Vernetzungen kann ich aber feststellen, dass die Probleme doch auch überall die gleichen zu sein scheinen. Welche sind es? Angefangen davon, dass der Bedarf an Unterstützung von weniger privilegierten Menschen steigt, also an Unterstützung durch Vereine. Also ich rede jetzt nicht von den großen Playern wie Bertelsmann oder sowas, ne? Ich rede von Vereinen, die
Menschen unterstützen. Es knüpft so ein bisschen an das, was die zweite Anruferin Anja erzählt hatte. Anja, genau. Aber ich steige etwas höher ein. Ich rede jetzt nicht unbedingt von Obdachlosen, sondern von Menschen, die, sagen wir, Hartz IV beziehen. Ja. Genau. Der Bedarf an Unterstützung, der wächst über die Jahre. Ich arbeite in einem gemeinnützigen Verein auf 50%, also Halbstellung. Und ich arbeite freiberuflich in einem anderen Verein. Und bei beiden sehe ich, wie der Bedarf steigt und steigt, auch durch die, auch durch Migranten, ne, die hier mit versuchen, mit den Systemen zurechtzukommen, wo man als, als Deutscher teilweise nicht dahinter steigt, ne, was Hartz IV ist, wie man da Sachen beantragt, wie kümmert sich man sich um eine Altersvorsorge? Wie beantragt man überhaupt Rente? Diese ganzen Sachen. Ja. Es gibt sehr viele Menschen, die brauchen da auch sehr viel Unterstützung und die Zahl dieser Menschen steigt. Auf der anderen Seite sinkt die Finanzierung von uns, von den besagten Vereinen. Kannst du das in Zahlen ausdrücken oder nur so abstrakt benennen, damit wir uns da eine Vorstellung machen können? Ich kann nicht von allen Vereinen sprechen, ja, aber nee, zum Beispiel exemplarisch reicht, ja. Hier in Berlin sind die Zuschüsse, glaube ich, um 10% in den letzten 5 Jahren gesunken, wenn man das an die Inflation anpasst. Mhm. Und das ist das eine, also steigender Bedarf, prekäre Lage von der Finanzierung. Man weiß ja als Verein grundsätzlich nicht, ob man nach Beendigung von einem Projekt, ob man da überhaupt weiter anknüpfen kann, ob man an einem Projekt weiterarbeiten kann, weiter beraten, weiter Gruppen anbieten und weiter Begleitung anbieten. Also das ist quasi mit Ende der Finanzierung fängt man an zu zittern. Und was an die Finanzierung quasi anknüpft, ist ist diese, so wie ich das auch schon seit meiner Jugend, seitdem ich in Deutschland bin, irgendwie schon festgestellt habe, es war für mich auch so eine Selbstverständlichkeit, dass ja, wenn man in einem Verein arbeitet, dann verdient man wenig, das ist klar. Also das ist nichts, womit man sich ernährt. Als wäre das sowas Unveränderbares. Also das ist dann einfach das Schicksal von jemandem, der in einem gemeinnützigen Projekt arbeitet. Und das andere sind die Lösungen, die dann quasi die sozialen Vereine sich dann leisten. Man geht dann zu Honorarverträgen über. Das ist das Günstigste und da kann man am meisten quasi in die Finanzierung reinstopfen von. Und dann agiert ein gemeinnütziger Verein, ein sozialer Verein, wieder asozial den eigenen Arbeitern gegenüber, um Hilfe den noch weniger Privilegierten anbieten zu können. Das ist total absurd. Magst du sagen, wie deine Arbeit in dem Verein oder in den beiden Vereinen, wo du tätig bist, also einmal sozusagen hauptberuflich oder ebenfalls Teilzeit und das andere, habe ich so verstanden, ehrenamtlich. Wie sieht deine Arbeit konkret aus? Was machst du da? Da, wo ich festangestellt bin, da bin ich Assistentin der Geschäftsführung. Wir sind ein kleiner Verein, das heißt, also da übernimmt jeder alles. Es ist quasi es gibt da keine so genaue Einteilung. Was macht denn euer Verein? Wir bieten an Selbsthilfegruppen, grob gesagt. Unser Klientel sind migrantische Männer in Berlin. Wir bieten Selbsthilfegruppen an zum Thema Glücksspielsucht, zum Thema Erziehung, zum jegliche Suchtproblematik. Wir bieten Konsultationen an, also Beratungen zu allen möglichen Themen. Da sind wir sehr breit aufgestellt. Also es gibt Menschen, die haben Probleme mit Schulden. Es gibt Menschen, die haben Probleme mit Ämtern, Probleme mit dem Gesetz.
Probleme damit, Kindergeld zu beantragen, solche Sachen. Ja, ich verstehe. Genau. Und da bin, also eigentlich bin ich damit betraut, mich um die Finanzen und um das Organisatorische zu kümmern. De facto, der Kessel kocht derart, dass ich auch bei den Beratungen dabei bin und auch bei den Workshops. Und das ist alles so ein, mir fehlen die Worte gerade. Also die Zuständigkeiten verschwimmen einfach, wenn man, also ich bin, das ist für mich nicht nur eine Arbeit, nicht nur eine Erwerbstätigkeit. Ich finde, das ist, da kommt man gar nicht weit damit, wenn man das nur als Erwerbstätigkeit sieht. Die Zuständigkeiten verschwimmen und sagen wir so, umso weniger Geld, umso mehr verschwimmen die Zuständigkeiten und umso mehr Chaos ist das auch im Endeffekt. Wie wirkt sich das? Ihr wollt ja helfen. Ihr wollt ja, letztlich wollt ihr Menschen helfen, dass sie sich selbst helfen können. Ende. Es sollen ja keine dauerhaft Betreuten, so verstehe ich das, was du schilderst. Ja. Wie wirkt sich dieses, wie du es schilderst, Verschwimmen von Zuständigkeiten, Chaos, wie wirkt sich das auf die Effizienz eures Hilfsangebots aus? Auf die Effizienz würde ich tatsächlich sagen, wirkt es sich nicht aus. Es wirkt sich auf uns und die Mitarbeiter aus, dass man dauerhaft am Zahnfleisch läuft. Mhm. Also um die bestmögliche Beratung oder Begleitung anzubieten. Ich würde sagen, es ist nicht die Qualität, die leidet, sondern die Mitarbeitenden und die Ehrenamtlichen, die da dran leiden. Ja, ja. Weil du gesagt hast, dass du neben der Festanstellung ja auch noch ehrenamtlich tätig ist. Wir erleben das. Hast du mich falsch verstanden. Okay. Nicht ehrenamtlich. Ich habe auch einen Honorarvertrag in einem anderen Verein. Verstehe. Okay, gut. Vereinsarbeit beruht ja doch zu einem erheblichen Teil auch auf ehrenamtlicher Mitarbeit. Und wir erleben in Krisenzeiten auch jetzt wieder, dass sozusagen die ehrenamtlich Helfenden bekommen warme Worte und werden gelobt. Ist das eigentlich, kannst du da was zu sagen, ist die Bereitschaft, ehrenamtlich tätig zu sein, zu helfen, nimmt die zu in Krisenzeiten oder geht sie eigentlich gerade eher zurück? Ich würde sagen, dass die Bereitschaft, ehrenamtlich zu arbeiten, seit Jahren rapide zurückgeht, insofern es sich nicht um Sportvereine handelt. Da muss man das ein bisschen differenziert betrachten. Aber insgesamt ist ja die Schere auseinandergegangen, die gesellschaftliche, ne? Und die Menschen mit der sozialen Ader sind mehr damit beschäftigt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, als sich ehrenamtlich irgendwo einzubringen, was auch total verständlich ist. Mhm. Und deswegen klage ich ja auch eher die Finanzierungssituation bei den Verwaltungen und beim Senat an, die diesen Umstand nicht aufgreift, dass es an Ehrenamt fehlt, dass Ehrenamt und auch die Belegschaft in Vereinen veraltet, weil junge Menschen zunehmend entweder keine Lust oder auch keine Möglichkeit haben, wenig zu verdienen und sich mit dieser Art von Arbeit zu finanzieren. Bist du selbst auch im Kontakt mit Menschen aus der Verwaltung oder sogar aus der Politik? Falls ja oder falls eure Vorstände, die ja mit denen sprechen, das so schildern, wie ist da die Reaktion? Hier in Berlin, hier ist ja ein sehr großes Angebot an allem Möglichen, ne? Und es kommt auch, aber es denke ich, ist überall auch ähnlich, dass man viel auf Händeschüttelkurs gehen muss. Was bedeutet das? Man muss die Menschen kennen, die Entscheidungen treffen, wer bekommt und wie viel jemand bekommt. Es hängt meiner Meinung nach auch viel zu viel davon ab.
wen man kennt und wo man sich blicken lässt und welche Hände man schüttelt. Dann kommen solche Sachen zustande, wie hier in Berlin vorletztes Jahr, dass ein innovatives, also Lieblingswort Innovation, dass ein innovatives Projekt bezuschusst wird, ein YouTube-Channel mit, ich übertreibe jetzt, mit 10 Zuschauern oder mit 10 Views, da irgendwie mit Tausenden und Tausenden von Euros finanziert wird. Das ist dann so eine kleine, wie man im Süden sagt, fettale Wirtschaft, die dann auch doch ihren Weg in die Hauptstadt findet. Was ist dein Vorschlag, wie man solche Entwicklungen umgeht, verhindert, rückgängig macht? Ich glaube, da kann man nur Bewusstsein dafür schaffen. Bewusstsein schaffen und die Menschen insgesamt und auch so, dass jeder Verein auch seine Klienten, seine Betreuten politisiert, demokratisiert, so dass man auch politisch zum Beispiel auf die Verwaltungen Druck ausüben kann, indem man Unterschriften sammelt, ich weiß nicht, diese Beteiligung, die man halt machen kann, so dass man sagt, nein, wir brauchen aber dieses und jenes Projekt und wir brauchen diese und jene Betreuung. Hast du den Eindruck, du hast geschildert, welche Angebote ihr macht, das sind zum Teil einfach sozusagen, wie bewegt man sich im Dschungel der deutschen Bürokratie, zum anderen aber auch Hilfe bei Süchten, Suchtproblematik der verschiedenen Art. Nimmt das eigentlich, wir leben jetzt seit einem Dreivierteljahr unter Corona-Bedingungen, nimmt das zu erkennbar? Gibt es da Zusammenhänge, dass Menschen sich vielleicht da rein flüchten, auch in solche Süchte? Ja, definitiv. Es hat, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass unsere Hauptzielgruppe migrantische Männer sind. Da hat die Spielsucht hat da eine große Bedeutung. Nimmt die zu? Die nimmt zu, ja. Und der Bedarf ist groß. Und das Blöde ist ja, dass man im Moment ja gar nicht so anbieten kann, außer Online-Beratung, ne? Online-Unterstützung. Dazu muss man die Menschen aber wiederum schulen, dass die das, im Moment kann man ja nur telefonieren, aber dass man dann zum Beispiel Gruppenangeboten teilnimmt per Zoom oder Teams oder was auch immer, da muss man die Menschen vorher auch erstmal daraufhin schulen, dass man, wie man das bedient. Und das ist alles ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand. Ja, das heißt also, im Grunde müsste man jetzt sagen, es gibt mehr Bedarf von Hilfsbedürftigen, aber eigentlich bedürfen die Helfer selbst der Hilfe, um überhaupt helfen zu können. Ist das die Krux? Ja, genau. Das ist ja genau das Ding quasi, dass man genauso wie die, also ich will mich jetzt nicht mit einer Pflegekraft vergleichen, ich glaube, das ist dann nochmal eine andere Dimension. Ja. Aber genau darum geht es, dass man, wie lange kann man denn auf dem Zahnfleisch laufen? Das macht man ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei, drei, vier und dann ist man raus. Und da, also quasi so Gemeinnützigkeit oder gemeinnützige Projekte wird dann zu so einem wie sagt man dazu, ja, wo man Fleisch damit verarbeitet, ne? Es wird dann so, es verbraucht Menschen, verbraucht seine Mitarbeiter und die Mühlen laufen aber weiter. Darf ich fragen, weil ich das nicht weiß, wie alt bist du? Ich bin 34. Hast du, weil du sagtest, es verschleißt Menschen, es verbraucht Menschen, stellst du das an dir selber und deinen Kolleginnen und Kollegen auch fest, diesen Verschleiß, diesen Verbrauch? Ich an mir selber nicht. Ich glaube, ich bringe noch ziemlich viel jugendlichen Idealismus und Energie mit in die Arbeit. An meinen Kollegen allerdings kann ich das sehr deutlich sehen, wie das stattfindet, dass da Burnout ist an der Tagesordnung oder auch
dieser Zustand, dass teilweise Kollegen oder Kolleginnen auch aus anderen Vereinen sich zurückziehen, also komplett irgendwie zurückziehen aus der als Lösung sozusagen, um nicht überlastet zu werden, ja, sich zurückziehen von der Arbeit und das dann auch wieder andere Sachen mit sich bringt. Also meine Chefin hatte letztes Jahr einen Bandscheibenvorfall zum Beispiel. Und das in einem sehr jungen Alter, das ist auch so ein Zeichen, ja, ja, von Stress, ja, und ausgebrannt sein. Ja, ich verstehe. Du schilderst, glaube ich, die Situation, wo man dann sagen muss, wenn, und du hast das Test gemacht an Mittelkürzungen für eure Arbeit, solche Mittelkürzungen, wenn die, ich sage jetzt mal 10% bedeuten, können sie aber in der Folge einer Kettenreaktion zu mehr als 10%, nämlich 20, 30, 40% Beeinträchtigung führen, richtig? Ja, also es ist, wenn man das Ganze, wenn man den ein bisschen rauszoomt, ne, und die Gemeinnützigkeit als Ganzes betrachtet, dann, ich finde das skandalös, wie da mit teilweise mit menschlichen Schicksalen gepokert wird. Mhm. Also der Mensch, der nicht im richtigen Moment Unterstützung bekommt, weil er zum Beispiel sich in einer extremen familiären Lage befindet, jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten, ne? Häusliche Gewalt nimmt zu. Und wenn nicht die Strukturen da sind, die diesen Menschen auffangen, dann sind die Resultate ja, da werden Menschen, Frauen, Kinder geschlagen, wenn nicht Schlimmeres. Das kann man dann in der Zeitung lesen. Aber dass die Prävention jahrelang davor zurückgedrängt wird, das ist ein logischer Schluss, dass irgendwann Leitungen durchbrennen. Ja, ich verstehe. Und ich danke dir, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Und vielleicht gibt es ja auch Menschen, die das hier hören oder weiterverbreiten können, die das herantragen können und weitergeben können an solche, die tatsächlich dann zu den Entscheidern gehören, die auch Budgets aufstellen, die Entscheidungen darüber treffen, wie sichern wir Finanzierung, wie verhindern wir sozusagen dieses Stresshüpfen von Projekt zu Projekt, weil, wie gesagt, das, was du schilderst, bedeutet für mich ganz klar, dass wenn an etwas gespart wird, dann sind die Schäden, die daraus entstehen können, in dieser Kettenreaktion, offenbar viel umfangreicher als das, was man einspart. Also bilanziert Unsinn. Ja, komplett. Maria, danke dir. Vielen Dank fürs Gespräch, Hans. Gerne, tschüss. Tschüss. Ja. Ich wünsche mir sowas, solche Menschen wie Maria würden gehört werden und könnten dabei sein, wenn Etats, Finanzpläne aufgestellt werden, dass es eben nicht nur um Händeschütteln ging, sie hat das ja sehr freundlich ausgedrückt, früher sagte man dann auch heute immer noch manchmal Vitamin B, nicht? Du musst die richtigen Leute kennen, dann gibt es auch Unterstützung und Christenzuschlag, obwohl, wenn man es rational betrachtet, vielleicht nicht das Projekt wäre, was den Zuschlag am ehesten verdient hätte. Das war Maria und wer ist jetzt da? Hallo, hier ist Hans. Ja, hallo Hans, hier ist Lisanne. Ich rufe aus Hamburg an. Hallo, schön mit dir zu sprechen. Ich freue mich auf dich. Was ist dein Thema? Mein Thema, ist ein sehr ernstes Thema jetzt zum Schluss. Das tut mir auch leid, aber das Thema ist. Da soll dir gar nichts leid tun. Komm, fang an. Genau. Das Thema ist Atomwaffen.
Und in diesem Rahmen gibt es allerdings auch was sehr Positives zu besprechen aus aktuellem Anlass. Mhm. Und zwar wird jetzt am Freitag der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft treten. Ein Vertrag der UNO, der ein Abrüstungsvertrag ist. Und das ist etwas ja total Tolles, was wir auch feiern müssen. Also Menschen, die friedensbewegt in irgendeiner Art und Weise sind. Weil dadurch eben jetzt ab Freitag es wirklich völkerrechtswidrig sein wird, Atomwaffen zu besitzen. Mhm. Genau. Und da wollte ich eben ein bisschen drauf aufmerksam machen, dass das schon ein historisches Ereignis sein wird. Ja, dann wäre das Gespräch an dieser Stelle zu Ende und wir freuen uns alle, dass uns da etwas Hervorragendes gelungen ist und dass ab Freitag, weil Atomwaffen verboten sind, gibt es sie ja nicht mehr. Das wolltest du zum Ausdruck bringen, ja? Nein, das sollte ich damit leider nicht zum Ausdruck bringen, denn es ist nämlich leider so, dass nicht alle UNO-Staaten diesem Vertrag beigetreten sind bisher. Also 2017 wurde der letztendlich verabschiedet, der Vertrag. Danach mussten 50 UNO-Staaten den ratifizieren. Das ist jetzt im Oktober dann geschehen. Das sind dann eben erstmal nur 50 Staaten, aber 121 haben sozusagen schon beschlossen, dass dieser Vertrag kommt. Dazu gehören leider nicht die NATO-Staaten, was sehr schade ist, und natürlich auch nicht die Atomwaffenstaaten. Also alle Staaten, die Atomwaffen besitzen, sind nicht dabei. Das ist einerseits verständlich irgendwo. Die wollen natürlich ihre Atomwaffen nicht abgeben. Andererseits ist es auch irgendwo ja sehr schade, weil das eben eine große Chance gewesen wäre, jetzt wirklich international so multilateral zu beschließen, jetzt aus diesem Zeitalter auszusteigen, weil letztendlich ist 1945 ist ja die erste Atombombe gefallen auf Hiroshima und dann Nagasaki, und damals ist letztendlich so eine, ja, ein neues Zeitalter entstanden. Das war nämlich das Zeitalter, in dem der Mensch das erste Mal in der Lage war, durch einen einzigen Klick kollektiven Selbstmord zu begehen, und damit eben alles, was ist jetzt etwas vielleicht etwas plakativ, das so zu sagen, aber das alles, was wir jemals geschaffen haben, kann eben zum ersten Mal oder könnte zum ersten Mal in kürzester Zeit zerstört werden. Und das ist, wäre eben jetzt so ein Vertrag, wo alle beitreten, wo man dann einen Plan macht, wie abgerüstet werden könnte, wäre ja eine Chance, dieses Zeitalter wieder zu beenden. Weil wer kann denn daran wirklich ernsthaft interessiert sein, dass es jemals zu einem Atomkrieg kommt? Ich meine, das wird wahrscheinlich noch nicht mal ein Krieg werden, sondern es wird wahrscheinlich sehr kurz, sehr schmerzhaft und dann sehr katastrophal ausfallen. Jetzt sagen die, du hast darauf hingewiesen, dass die Staaten, die Atomwaffen besitzen, da alle nicht mitmachen. Genau. Du verstehst das sogar. Deutschland besitzt keine eigenen Atomwaffen, aber es sind hier, soweit wir wissen, und niemand dementiert das ernsthaft, Atomwaffen stationiert. Auch Deutschland tritt diesem Vertrag nicht bei. Wir haben darüber in der Bundespressekonferenz mehrfach auch die Bundesregierung gefragt, warum denn nicht? Und die Argumentation war eigentlich dann von Seiten der deutschen Regierung eher die, dass sie sagten, das Wesentliche sei, und man habe ja den Nichtverbreitungsvertrag für Atomwaffen, also einen Sperrvertrag unterzeichnet, und das sei das Wesentliche. Ich vermute mal, mit dieser Argumentation bist du nicht völlig einverstanden. Nein, damit bin ich nicht einverstanden. Also erstmal für die Menschen, die nicht wissen, was der Atomwaffensperrvertrag ist. Der wird auch Atomwaffen-Nichtverbreitungsvertrag genannt. Der ist eben von 1968, also schon, glaube ich, 68, schon relativ alt. Und nach diesem Vertrag ist es eben nur einigen Staaten erlaubt, Atomwaffen zu besitzen. Das waren USA, Frankreich, Russland, China, Großbritannien. Und also erstens finde ich es irgendwie nicht verständlich, dass es ein paar Staaten geben soll, die das dürfen, und ein paar, die es nicht dürfen. Das ist einfach ja unfair für die Staaten, die dadurch in Nachteil geraten sozusagen. Also Atomwaffen für alle? Genau, das würde ich natürlich nicht fordern. Letztendlich, also dieser Vertrag hat letztendlich schon dazu geführt, dass viele Staaten keine Atomwaffen angeschafft haben, was sehr gut ist. Gleichzeitig gibt es aber jetzt schon mehr Staaten. Also der hat auch nicht wirklich funktioniert, dieser Vertrag. Ja. Es gibt ja jetzt noch Pakistan, Israel, Indien, Pakistan, Israel, Nordkorea. Genau.
Genau. Und es kann ja nicht das Ziel, also das, ich finde es ziemlich schlimm, dass die Weltmächte, also die am meisten Macht auf dieser Welt besitzen, eben Atomwaffen haben, weil ich auch den Grund nicht verstehe, warum. Weil diese einzusetzen wäre in jedem Fall ein Eigentor. Und es gibt eben nur Sicherheit, finde ich, miteinander und nicht gegeneinander. Aber das war, Lisanne, jetzt spiele ich mal den Advocatus Diaboli, wie das so heißt. Das ja, war gerne. Ja immer die Argumentation der atomwaffenbesitzenden Staaten, im Grunde nach 45, auch in der Zeit des Kalten Krieges, dass sie gesagt haben, weil die Abschreckung so da war, dass jeder, der wusste, wenn ich eine Atomwaffe als erster schmeiße, bin ich als zweiter tot. Und ob ich jetzt als erster tot bin oder eine Viertelstunde später als zweiter, ist dann auch wurscht. Und weil das sie gegenseitig wussten, hat das dafür gesorgt, dass sie eben die Atomwaffen nicht eingesetzt wurden. Also Gleichgewicht des Schreckens, der Abschreckung. Jetzt können die natürlich historisch sagen, hat ja funktioniert bisher. Naja, es hat, das war noch nicht in der Zeit der Abschreckung. Ja. Erstmal ist es natürlich so, dass in der Anschaffung und, also Atomwaffen werden ja auch getestet. Das heißt, es entsteht schon da ständig ein Schaden letztendlich für die Umwelt, für die Menschen. Es gibt auf der Welt schon, man schätzt irgendwie, glaube ich, 200.000 bis 2 Millionen Tote, die auch durch Atomwaffentests schon gestorben sind, Menschen, die daran gestorben sind. Und es gab schon ein paar Situationen in der Geschichte, in der es wirklich kritisch geworden ist und wo es eigentlich dann nur noch Zufall war, dass eben kein Atomkrieg ausgebrochen ist. Und das ist mir jetzt persönlich, ich persönlich finde das zu gefährlich, auch diese Entscheidung teilweise in die Hände von einzelnen Personen zu setzen, die vielleicht auch mal einen Moment lang nicht ganz besonnen reagieren können. Und wir wissen auch nicht, was künftige Regierungen, US-Präsidenten oder und so weiter, welche Regierungen an die Macht kommen werden. Mhm. Ich meine, wir sind ganz froh, dass Trump jetzt ab morgen nicht mehr den Finger auf dem Knopf hat, aber wer weiß, wer als nächstes kommt. Und ich finde das ehrlich gesagt, also diese Mär der nuklearen Abschreckung, es ist für mich halt ich fühle mich nicht sicher in dieser Welt, in der das jederzeit möglich sein kann. Pass mal auf, ich möchte nochmal drauf kommen, wenn wir über Deutschland reden. Also nochmal sage ich jetzt, weil, wie gesagt, wir haben das in der Bundespressekonferenz ziemlich häufig thematisiert. Da sagt die Bundesregierung dann immer erstens, jawohl, wir sind für eine atomwaffenfreie Welt, aber nun sind sie mal da, deswegen können wir jetzt nicht einfach idealistisch sagen, wir verbieten das und das ist gut, dann ist gut, sondern wir machen das über den Sperrvertrag und dann müssen wir dazu sehen, dass das alle sozusagen einvernehmlich abrüsten. Gleichzeitig haben wir aber eben US-Atomwaffen in Deutschland und deutsche Flugzeuge könnten im Zweifelsfall US-Atombomben abwerfen. Das trainieren die so regelmäßig. Ja, genau. Das ist auch die Frage, überhaupt die Rechtsgrundlage für ist, zu tun. Ja, ich fürchte, da werden wir Juristen finden, die uns das ganz präzise aus internationalen Verträgen, aus NATO-Verträgen und so weiter ableiten können. Es gibt aber, wenn wir uns den Bundestag angucken, dann sind die Parteien der Großen Koalition unterstützen diesen Kurs. Es gibt aber eine Initiative von Mitgliedern anderer Parteien, also Linke sind dabei, Grüne sind dabei, ich weiß nicht, ob irgendjemand sind noch, also Abgeordnete mindestens aus der Opposition, die haben sich zu einer Initiative zusammengeschlossen, zur Unterstützung dieses Verbotsvertrages. Habt ihr zu denen, ich habe den Eindruck, du bist da auch aktivistisch, habt ihr da Kontakte zu denen?
Also klar, man ist ja immer in Gesprächen. Also ich kann ja mal kurz was zu mir erzählen. Mhm. Damit, also ich bin Medizinerin, habe Medizin studiert und bin jetzt Ärztin und für eine Organisation tätig, die heißt IPPNW. Das sind eben die Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges. Ja. Ziemlich sperriger Name. Und wir haben uns eben sozusagen als also aus unserer Sicht ist es eben unsere Aufgabe auch als Ärztinnen und Ärzte, jede Bedrohung für Leben und Gesundheit vor den Menschen abzuwenden. So, und da gehört eben auch Prävention letztendlich dazu. Jetzt hatten wir vorhin ja das Thema Präventions- und Aufklärungskonzept statt Abschreckungskonzept. Das passt da an der Stelle vielleicht auch. So, und davon hat sich ja eine Organisation abgespalten vor etwa 10 Jahren. Die heißt ICAN, die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, die 2017 den Friedensnobelpreis bekommen hat für diesen Vertrag eben, von dem ich vorhin erzählt habe, der jetzt beschlossen wird oder der jetzt in Kraft tritt. Und klar, wir sind da mit den Politiker und Politikerinnen im Gespräch und da gibt es einige Befürworter oder die auf unserer Seite sind. Also gerade, ich meine, man trifft da vor allen Dingen natürlich auch offene Ohren bei der Linken, weil die Grünen sind tatsächlich, also die halten sich da ein bisschen raus im Moment aus der Debatte leider. Dabei sind die einzelne Abgeordnete, die da engagiert sind, aber vielleicht nicht alle. Aber so die Parteispitze, da ist man sich ja im Moment ja nicht so sicher. Die wollen ja auch gerne regieren bald, das wird ja auch alles spannend. Die SPD ist auch komplett gespalten, da kriegt man auch im Moment schwer so einen Fuß in die Tür, muss man sagen. Und klar, die CDU, da hat man eigentlich keine Chance. Also die CDU kann man immer noch ganz gut da packen, weil man also immer noch bei ihrem C im Namen packen sozusagen. Und dann sprechen die auch mit einem. Ich meine, gerade wir von der IPPNW werden auch immer ganz gerne mal eingeladen und man spricht dann schon mit uns. Aber man sieht auch, was ICAN jetzt, das ist eine der ersten. Also es ist ein gutes Beispiel für letztendlich eine gemeinnützige Organisation, die sehr viel erreicht hat, die aus der Zivilgesellschaft kommt und wirklich international überall versucht hat, Einfluss zu nehmen auf die verschiedenen UNO-Staaten, dass die eben dass sie ihre Sehnsucht sozusagen nach Sicherheit auch umsetzen und dass sie sozusagen diesen Vertrag eben unterstützen und das hat eben jetzt eine Organisation geschafft, die wirklich außerparlamentarisch ist und das zeigt eben, wie viel man auch erreichen kann mit Engagement. Mhm. Das waren ganz normale Menschen wie du und ich, die einfach sehr engagiert waren und ich finde, diese Verträge sind nicht nur Symbolik, die sind auch wirklich wichtig, so, also zum Beispiel die verschiedensten andere Massenvernichtungswaffen wurden ja auch schon durch erfolgreiche Verträge sozusagen wirklich geächtet, völkerrechtswidrig geächtet und die setzt kaum einer mehr ein und wir müssen zu dem Status eben auch kommen, was Atomwaffen angeht, weil das ist ja eigentlich so die schlimmste Massenvernichtungswaffe, die immer noch anerkannt ist. Ja, wobei die Argumentation von Menschen, die sozusagen den Status quo eher, sagen wir mal, erhalten wollen, mit diesem Sicherheits- und Abschreckungsargument, dem du nicht folgst, die sagen dann immer, ja, das ist aber etwas anderes als chemische oder biologische Waffen. Mit denen kann man eben diese Form von Abschreckungspolitik, die mit der Atombombe möglich ist, gar nicht betreiben. Mhm. Deswegen sagen sie, das kann man nicht direkt miteinander vergleichen. Wenn du jetzt stelle ich dir da mal eine fiese Frage. Solange es die Bombe oder die Atomwaffen gibt, was wäre dir lieber, auf Deutschland bezogen, auf Europa bezogen, lieber die US-Bomben drinnen haben oder lieber die US-Bomben raus und dann auf europäische, Frankreich ist ja auch Atommacht, sozusagen auf die setzen? Ja, das ist jetzt aber eine wirklich schwierige Frage. Ja, sage ich, ja klar. Also eigentlich,
in der idealen Welt möchte ich die natürlich komplett abschaffen. Und ja. Ich setzen uns auch dagegen ein, dass europäische Bomben angeschafft werden, auf jeden Fall. Und zum Beispiel, es gibt ja da auch noch eine undemokratische Partei im Bundestag, die möchte die Atomwaffen, die möchten die amerikanischen Atomwaffen abschaffen und deutsche dafür anschaffen. Das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Mir ist es persönlich, also ich sehe mich eher so als Weltenbürger und mir ist es jetzt gar nicht so wichtig, wessen Atombomben das sind. Die sollten halt einfach weg. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen naiv, das so anzunehmen, dass wir das umsetzen können, aber ich sehe da schon irgendwie Fortschritte und es ist einfach, ja, die meisten, also es gibt Studien dazu, dass die meisten Menschen auf der Welt, wenn man sie fragt, eben gegen Atomwaffen sind. Ja, ich glaube, das sind in Deutschland 93% oder so, ja, meine genau. ich mich zu erinnern. Ja, deswegen ist eigentlich gar nicht die Frage, wem gehören diese Atombomben, sondern, also, ja, die Frage stellt sich mir ehrlich gesagt nicht, sondern, ja, es ist kein demokratisches, also es war nie eine demokratische Entscheidung, Atomwaffen anzuschaffen und ich glaube, die meisten Menschen in Deutschland wissen das vielleicht auch gar nicht, dass es überhaupt welche gibt. Das wird ja jetzt auch nicht unbedingt publik gemacht und die Entscheidung darüber, die würde wahrscheinlich jetzt nicht für Atomwaffen. Vermutlich nicht. Feierst du am Freitag, Lisanne? Ja, wir haben einige Aktionen geplant. Man kann ja nicht wirklich gut feiern im Moment. Ja. Wir machen Online-Aktionen. Es gibt einen kleinen Empfang hier im Hamburger Rathaus, aber auch alles online vom Hamburger Rathaus. Wir gehen in die Botschaften von den Staaten, die beigetreten sind, von den jetzt, glaube ich, 51 Staaten und bedanken uns sozusagen symbolisch bei denen. Teilweise läuft das alles online und es gibt ja viele Aktionen auch in Bücher natürlich dazu und ja, wir feiern das. Das ist wirklich einfach schön mal zu sehen, dass dieses Engagement nicht immer nur in Frustration endet und dass es nicht immer David gegen Goliath ist, sondern manchmal wir auch was erreichen können. Das ist wirklich schön. Ja, und ja. Lisa, genau, deswegen ich danke. Ja, ich sage, das ist doch, guck mal, du hast gesagt, sei sozusagen ein schwieriges Thema. Aber ja. Klar ist es das, aber. Es ist auch, wenn es einen solchen Anlass zum Feiern gibt. Ich finde das toll. Ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir weiter Energie und Hartnäckigkeit. Lisanne. Dankeschön. Gruß nach Hamburg. Dir auch alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ja, was heißt denn hier schweres Thema? Das ist leichte Themen kann natürlich jeder. Aber sollen wir jetzt über Royal-Hochzeiten berichten oder so? Nein, wobei die es ja vielleicht auch nicht immer so ganz einfach haben. So, eigentlich hatte ich gedacht, wir haben heute 6 Anrufer, aber jetzt wird mir signalisiert, nee, da ist noch jemand in der... Bitte? Eine Überraschung. Also, es sind ja alles Überraschungen hier, jetzt kommt aber eine Überraschung, die noch überraschender ist. Hier ist Hans, wer ist da? Hallo, hier ist Theresia. Ich bin 18, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern und ich bin Klimaaktivistin. Mhm. Theresia, habe ich das richtig gehört? Theresia? Theresia, genau. Ja. Das klingt so süddeutsch. Ja, kann sein, dass meine Eltern da ein bisschen inspiriert waren. Ah ja. Gut, was möchtest du uns sagen, Theresia? Worüber möchtest du sprechen? Ja, also ich bin hier, um über Nord Stream 2 zu reden. Ah. Genau, also ich meine, du bist ja auch jemand, der die Politik in Deutschland wahrscheinlich sehr genau beobachtet. Ja. Und was manchen leider, glaube ich, auf Bundesebene ein bisschen verloren gegangen ist, ist, was hier in den letzten Tagen so passiert ist in Mecklenburg-Vorpommern. Hier wurde eine Klimaschutzstiftung gegründet, die Nord Stream 2 zu Ende bauen soll, unter anderem. Mhm. Und das ist natürlich aus der Perspektive von Leuten, die sich für die Umwelt einsetzen, ziemlich fatal, weil das ja auch einfach Greenwashing ist, zu sagen, wir schaffen klimaschädliche Infrastruktur und nennen das dann Klimaschutzstiftung. Mhm. Warum ist das Greenwashing nach deiner Auffassung? Naja, also ich finde, eine Stiftung, die sich für Klima einsetzen soll, kann nicht von einem russischen Staatskonzern finanziert werden. Mhm. Also die Nord Stream 2 AG wird mit 60 Millionen Euro diese Stiftung finanzieren. Mhm.
mit über 99%, also. Und das ist natürlich schwierig, wenn Gazprom eine Klimaschutzstiftung in Deutschland finanziert und mit einem Bundesland zusammen gründet und dann langfristig natürlich auch mit Entscheidungen in dieser Stiftung trifft. Ich verstehe. Jetzt sagen die Vertreter oder die Förderer der Gasimporte sagen, ja, das ist ein fossiler Rohstoff, richtig. Aber er ist weniger klimaschädlich als Kohle oder Erdöl. Und letztlich ist es, bis wir durch erneuerbare Energieträger autark sind, ist es eine sinnvolle Form der weniger schädlichen Energieversorgung. Was sagst du denn zu so einem Argument? Naja, also das ist durchaus schwierig zu beurteilen, denn zu Erdgas gibt es tatsächlich relativ wenig Studien in der Klimaschädlichkeit. Also man weiß, bei der Verladung und Anladung von Erdgas wird relativ viel Methan freigesetzt. Also Erdgas besteht ja oder ist Methan und Methan ist ja viel, viel klimaschädlicher als zum Beispiel CO2. Also bis zu 80 Mal so schädlich fürs Klima. Und wie viel aber zum Beispiel in den Pipelines selbst, quasi wie viele Leaks oder Lecks es da gibt, das kann man gar nicht beurteilen. Und zum Beispiel gibt es auch durchaus Studien, die für Erdgas eine ähnliche Klimaschädlichkeit wie für Kohle zum Beispiel feststellen. Und zum Beispiel das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat in den Studien zu Nord Stream 2 auch ganz klar gesagt, Gas ist keine Brückentechnologie, weil das natürlich auch sogenannte Lock-in-Effekte erzeugt. Also man legt sich dann langfristig natürlich auch fest und sagt nicht nur, wir haben jetzt für 11 Milliarden Euro eine Pipeline gebaut, die wir dann nur 5 Jahre betreiben. Also du befürchtest, wenn das Zeug erstmal oder die Infrastruktur komplett da ist und es fehlt ja nicht mehr viel, wie wir alle wissen, dann wird die auch genutzt und zwar dauerhaft. Das ist die Befürchtung, die du hast. Genau. Ich habe auch mit der Deutschen Umwelthilfe und einer Freundin zusammen haben wir eine Petition gestartet. Finden alle auf change.org, also weil wir eben sagen, also einmal kann das gar nicht sein, dass so eine Stiftung in dieser Form existiert und diese Stiftung muss ganz klar aufgelöst werden, denn sonst institutionalisieren wir hier Gazprom und lassen die politische und umweltpolitische Fragen entscheiden und das ist natürlich durchaus schwierig. Theresia, du hast gesagt, du bist Aktivistin und ich habe den Eindruck, du bist da auf sehr vielen Feldern relativ sattelfest unterwegs. Wie beurteilst du denn eigentlich aus dieser Kenntnis heraus die Rolle von Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin deines Heimatlandes? Und das von Thilo, soll ich sagen, ja. Ich muss mich da jetzt ein bisschen diplomatisch äußern. Warum? Manuela Schwesig und ich haben vor 2 Jahren einen Klimabeirat gegründet. Ihr beide? Mit noch anderen Menschen natürlich. Und ich bin da vor 2 Tagen zurückgetreten und das war in den Medien auch durchaus, blieb nicht unbemerkt. Und ich glaube, dass da einfach noch ein bisschen Klärungsbedarf besteht. Warum bist du zurückgetreten aus einem Beirat, den du selber mitgegründet hast? Weil ich, das klingt ein bisschen idealistisch, aber ich glaube, es gibt Sachen, die macht man nicht und es gibt auch Sachen, die darf man nicht mit unterstützen. Und auch wenn ich mich natürlich nie für Nord Stream 2 oder diese Klimaschutzstiftung ausgesprochen habe, möchte ich auch nicht, dass der Eindruck entsteht, dass Jugendliche oder Klimaaktivisten in so eine Entscheidung mittragen würden. Und für mich ist das tatsächlich eine Frage der Glaubwürdigkeit, der Integrität, der Haltung, zu sagen, irgendwie muss man ein Zeichen setzen gegen solche Machenschaften tatsächlich. Und ich muss auch sagen, also das wäre jetzt natürlich nochmal der geopolitische Aspekt, wenn man so sieht, was mit zum Beispiel Alexei Nawalny in den letzten Tagen passiert ist, geht es natürlich auch darum, zum Beispiel Haltungen anzunehmen, nicht nur für die für Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch für die Menschen, die in Russland sich nicht dagegen stemmen können oder die in Russland nicht die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu äußern.
Theresa, du bist wirklich 18? Ich bin wirklich 18. Wo willst du mal hin in deinem Leben? Willst du Umweltministerin werden? Also ich glaube, es ist schon gut, erstmal mein Studium vielleicht zu beenden. Mhm. Und dann können wir nochmal reden. Ausschließen möchte ich an dieser Stelle natürlich nicht. Okay. Jetzt wollen wir aber doch nochmal wissen, weil, also Manuela Schwesig ist bei uns immer viel diskutiert. Zum einen, weil sie eben eine der verbliebenen Führungsfiguren, wenn man das so nennen will, in der SPD ist, nach wie vor ist. Und weil du sie persönlich nun eben doch irgendwo wohl auch kennst oder gekannt hast, wie beurteilst du ihre Integrität? Oder auch simpler gefragt, warum macht sie eine solche Politik? Also in Mecklenburg-Vorpommern gibt es, glaube ich, sehr eigene Dynamiken innerhalb der Bevölkerung, die sehr schwierig sind zu verstehen, auch gerade aus Berlin. Was die Leute tatsächlich immer wieder verwundert, ist, dass es hier in der Bevölkerung eine große Mehrheit für eine enge deutsch-russische Zusammenarbeit gibt. Ich glaube, das liegt natürlich auch an der Geschichte zwischen Russland und den neuen Bundesländern und aber auch an der Politik, die zum Beispiel ihr Vorgänger Erwin Sellering gemacht hat, der jetzt auch diese Stiftung leiten soll. Ah ja. Der hat zum Beispiel den Russlandtag hier eingeführt, der hat den deutsch-russischen Verein gegründet, der war wohl auch mal auf der ein oder anderen Geburtstagsfeier in Moskau. Das ist zumindest so ein bisschen, was man hört. Und ich glaube, dass wenn man irgendwie in ein Amt reinkommt, was schon so eingefärbt ist, dann neigt man vielleicht auch dazu, das erstmal zu übernehmen. Bist du eine Russlandfeindin? Also weil gerade auf Seiten der Linken hört man dann doch häufig, Menschenskind, es ist doch nur gut, wenn wir auch gute Beziehungen, auch ökonomische, zu Russland haben. Und du spielst jetzt sozusagen die, ich sag mal, Russland oder auch Putin-kritische Karte sehr stark aus. Ja, ich glaube dass es wichtig ist, zu Russland gute Beziehungen zu haben. Das würde ich auch für Beziehungen nach China sagen. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass wir Europäer irgendwie in der Aufgabe stehen, da, wo Menschenrechte konsequent immer wieder täglich verletzt werden, mit Füßen getreten werden, dass wir dann trotzdem auch Konsequenzen für unsere wirtschaftlichen Beziehungen ziehen müssen. Und auch einfach ganz klar, wie gesagt, Haltung zeigen. Vielleicht ist das so ein bisschen das Stichwort wieder. Mhm. Theresia, danke dir. Du warst ein... Ich hoffe, es war eine gute Überraschung. Ja, es war. Klar, hätten wir sonst so lange miteinander geredet. Nee, vielen Dank. Grüße nach MacPom. Sehr gerne. Tschüss. So, habt ihr noch eine Überraschung für mich? Oder? Nein. Nein, gut. Ich liebe Überraschungen, das ist doch klar. Es kann, wie gesagt, sein, dass wir, je nachdem, wie sich das so entwickelt, dass es eine weitere Ausgabe unserer kleinen Telefon-Ratgeber, also dieses Formats, wir sprechen mit euch im Rahmen der Hans-Jessen-Show, kann sein, dass es noch eine weitere Ausgabe gibt. Die müssen wir uns aber natürlich auch leisten können. Ich will jetzt nicht sagen, ab Summe X machen wir das auf jeden Fall, aber Summe X ist nie schlecht. Wobei, es kann ein kleines X sein, kann ein großes X sein. Das liegt bei euch. Wir wissen jede Unterstützung zu schätzen, moralische im Übrigen auch und publizistische. So, das war's für heute. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Spätestens nächsten Dienstag. Maybe schon ein bisschen vorher. Macht's gut. Tschüss.